Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anwesenden hier in der Georg-Holzbauer-Schule, aber vor allen Dingen auch allen an den Bildschirmen, an den Computern und wo Sie uns überall zuhören und zuschauen, herzlich willkommen zu dieser heutigen Informationsveranstaltung Hafenbrücken. Ein Thema, was uns ja schon relativ lange beschäftigt, ein Thema, das ganz wichtig ist für Nürnberg aus verschiedenster Sicht heraus. Und der eine oder andere sagt mir immer wieder, na, wenn ich mir die Hafenbrücken so anschaue, ist doch alles in Ordnung. Warum wollt jetzt ihr da was machen? Warum wollt ihr da Millionen von Beträgen ausgeben? Es ist eben nicht so. Es ist wie im richtigen Leben. Der Schein trügt manchmal. Es muss tatsächlich, die Brücke ist an dem Zustand, die Brücken, formal sind es nämlich drei Brücken, die saniert werden müssen. Man nimmt eigentlich immer nur zwei wahr, aber es sind tatsächlich formal drei Brücken. Genau deshalb haben wir in den letzten Jahren intensivst gearbeitet. Wir sind insbesondere der Projektleiter, der Herr Hommering, aber auch alle anderen von Verkehrsplanungsamt, viele, viele Planungsingenieure waren an dem Thema dran. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir Vollzug Stück für Stück melden können. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur die Bürgervereine, die wir informiert haben, nicht nur den Rat der Stadt, sondern natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger informieren, was planen wir, wie geht es jetzt voran, was passiert die nächsten Jahre, weil in diesem Jahr es tatsächlich mit dem Behelfsbrückenbauwerk losgehen wird. Das wird Ihnen aber alles der Herr Hommering als Projektleiter sehr genau erläutern. Wir haben viele Folien auch dabei, es ist auch eine Animation dabei, wo man das, wie ich finde, sehr gut sehen kann. Wir wollen Sie heute informieren, wir wollen Ihren Fragen natürlich zuhören und die nach Möglichkeit auch beantworten. Wir wollen aber noch einmal deutlich machen, wie wichtig, dass dieses Projekt nicht nur für den Nürnberger Süden, nicht nur für den Hafen, sondern für die gesamte Region ist, weil ohne die Hafenbrücken, wenn uns die plötzlich von der Stange gehen, so sage ich es jetzt einmal salopp, haben wir ein Chaos und das müssen wir rechtzeitig verhindern und genau deshalb laufen die Planungen so intensiv, obwohl ich sie Ihnen sagen kann, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich die 300 plus x 350 Millionen gerne auch für andere Dinge ausgeben, aber es ist zwingend erforderlich. Aber wie gesagt, dazu im Detail mehr. Jetzt würde ich gerne das Mikro an den Moderator, an den erfahrenen Moderator, den wir für schwierige Fälle, sage ich immer, haben und deshalb würde ich ganz gerne den Herrn Hugger das Wort geben und der führt uns durch den heutigen Abend. Ich hoffe, wir schwitzen nicht zu sehr. Einerseits von der Temperatur, andererseits von den Informationen und von Ihren Nachfragen. Aber ich bin mir sicher, wir bringen das gemeinsam gut hin und vor allen Dingen, und das ist die letzte Bitte, die ich habe, sachlich, vernünftig. Man kann auch unterschiedliche Meinungen haben, das ist völlig nachvollziehbar, aber Sie müssen einfach mit uns konform gehen, dass wir sachlich miteinander diskutieren. In diesem Sinne wünsche ich uns einen aufschlussreichen, informativen und vor allen Dingen einen Abend, wo Sie anschließend vielleicht auch etwas ruhiger nach Hause gehen für das, was wir alles planen. Soweit herzlichen Dank und jetzt der Herr Hugger, bitte. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Hugger Florian, mein Name. Ich darf manchmal in Nürnberg mit Sir und mit der Stadt Nürnberg zusammenarbeiten. Ich freue mich sehr auf den Abend. Der wird sehr informativ sein. Das werden sehr komplexe Informationen, spannende Informationen sein, die uns dabei erwarten. Vielleicht vorab noch zwei kleine Rahmeninformationen. Jeder, der hier ist, ist automatisch, da möchten wir den Hinweis geben, damit einverstanden, weil viele sind angesichts des Wetters, denken wir auch an den Bildschirmen zugeschaltet. Wir haben Kameras hier automatisch. Jeder, der hier im Raum ist, kann sein, dass ihn ein Kamerabild streift und damit muss man einverstanden sein. Und damit seine Persönlichkeitsrechte insofern einverständlich abgeben, damit auf der Webseite der Stadt Nürnberg und über den Stream eben ihr Gesicht gesehen werden kann. Dankeschön dafür. Wenn nicht, dann müssen wir einfach, ja, dann müssen Sie sich irgendwo an den Rand setzen, bitte. Gleichzeitig der zweite
Der zweite Hinweis, der vielleicht auch ganz wichtig ist, Sie sehen, es ist genug Platz angesichts des Wetters. Wer sich unsicher fühlt, aus pandemischer Sicht, der möge nochmal einfach schnell einen Platz wechseln. Es ist genug da. Wir hätten sogar zur Not noch 20 Masken, wenn jemand eine bräuchte. Aber ich denke, wir sind da alle gut genug ausgestattet. Soweit die organisatorischen Themen, womit wir starten möchten, damit wir eine gemeinsame Basis haben, ist ein Fachvortrag vom Projektleiter, von Herrn Homering. Der wird uns die erste gute Dreiviertelstunde beschäftigen. Der wird sehr informativ sein. Ich habe den Vortrag schon sehen dürfen, habe mich sehr darüber gefreut. Wir haben dann die Möglichkeit, und das ist die Zweiteiligkeit des Abends, am besten so lange, bis alle Fragen geklärt sind, aber richtungsweisend so in der Gegend von 20 Uhr hatten wir vereinbart. Wenn wir früher fertig sind, natürlich auch gerne früher, aber dann bis 20 Uhr Ihre Fragen aufnehmen. Dazu, wir werden den Hinweis nachher nochmal geben, wenn Ihnen direkt nach dem Gespräch, nach der Fragezeit noch eine Frage kommt, wir haben einen Fragekanal über die Homepage, die ist auch kommuniziert, da können Sie noch eine gute Viertelstunde nach dem Event eine mögliche Frage noch eingeben. Und Sir wird sich dann zusammen mit den Fachleuten, die auch teilweise hier sind und teilweise zugeschaltet sind, dann bemühen um eine Fragenbeantwortung, die wir dann noch haben. Wunderbar. Lieber Herr Homering, Sie haben den anstrengendsten und härtesten Teil, aber auch den interessantesten. Sie dürfen Ihr Projekt vertreten, da freuen wir uns sehr drauf. Vielen Dank. Ich bin Bernhard Homering, bin der Projektleiter von dem Projekt Erneuerung der Hafenbrücken vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie Interesse an unserem Projekt haben und freue mich, Ihnen jetzt ein bisschen was dazu erzählen zu dürfen. Ein kleiner Überblick, was ich Ihnen heute vorstellen möchte. Zum einen, weshalb brauchen wir eigentlich neue Brücken? Dann, wo stehen wir gerade? Wir haben ja zwei Teilprojekte. Das Teilprojekt Frankenschnellweg. Was haben wir da im Moment für einen Bestand? Was planen wir? Und wie geht es da weiter? Und das Gleiche auch für die Achse Hafenstraße. Für Sie ist sicherlich auch interessant, welche Umleitungsstrecken, Ersatzrouten gibt es und wie wollen wir damit umgehen während der Baustellenzeit. Und wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, würden wir dann natürlich sehr gerne die dann beantworten. Die drei Brücken haben wir hier im Hintergrund, die Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente. Das ist unsere größte Brücke in Nürnberg. Die ist rund 300 Meter lang und hat 6 Fahrstreifen, also 3 je Fahrtrichtung und befindet sich am Kreuzhafen. Dann haben wir die Brücke Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal und die Brücke Hafenstraße über die Südwesttangente. Die drei Brücken sind spannungsriskorrosionsgefährdet, ohne Ankündigungsverhalten. Das heißt, da sind Spannglieder in der Brücke eingebaut aus dem Ende der 1960er Jahre, Anfang der 70er Jahre,
die kein Ankündigungsverhalten haben. Das heißt, die können innen drin rosten, ohne dass man das von außen sieht. Damit da nichts passiert, hat man das Ganze nachgerechnet und hat dann entschieden, die Lasten darauf zu reduzieren. Da dürfen also keine Schwerfahrzeuge mehr drüber fahren, nur handelsübliche Lastwagen. Und wir machen jährlich eine Brückenprüfung. Die letzte war jetzt gerade erst im Juni. Gott sei Dank sind die Brücken noch unverändert. Das heißt, es hat sich nicht verschlechtert. Und das machen wir jedes Jahr, damit wir die Sicherheit dort gewährleisten können. Dennoch ist es so, dass die vom Zustand schon so schlecht sind, dass die ersetzt werden müssen. Nochmal als Übersicht, wir befinden uns im südlichen Bereich von Nürnberg. Hier sieht man sehr groß das Hafengebiet. Und in diesem Projektbereich befindet sich eben die Brücke Frankenschnellweg und die beiden Brücken an der Hafenstraße. So sah es um 1969 dort aus. Sie sehen also grüne Wiese, Wald. Und damals hat man diese Brücken auf die grüne Wiese gebaut. Wir haben hier, sieht man es nochmal, wieder die Brücke Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal. Sie sehen, es gibt noch keinen Kanal. Und das Bauwerk über die Südwesttangente ist auch auf Leergerüst in Spannbetonbauweise damals gebaut worden. Im Hintergrund sieht man den Frankenschnellweg in der Entstehung und ganz da hinten sieht man das Becken von der Schleuse Nürnberg. Den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente hat man hinterher unter die Brücken gebaut. Das können wir heute so nicht mehr machen. Wir können nicht einfach die Brücken abbrechen und auf der grünen Wiese neu bauen, sondern wir haben den Hafen mit rund 6.500 Arbeitnehmern. Wir haben eine Südwesttangente, die im südlichen Bereich zwischen 85 und fast 100.000 Fahrzeugen am Tag führt und den Main-Donau-Kanal. Und natürlich auch einiges an Bebauung, wie zum Beispiel eine Feuerwache. Wo stehen wir im Moment mit dem Projekt? Ich weiß, der ein oder andere denkt, wir würden schon längst bauen. So hatten wir das auch mal gedacht. Wir machen ein Planfeststellungsverfahren durch, um Baurecht zu schaffen, um Baurecht zu bekommen und dann an der Brückenachse Frankenschnellweg diese Brücke auch durch eine neue ersetzen zu dürfen. Dafür sind wir, ja, das müssen wir tun, weil wir an der Kreisstraße N4 sind und entsprechend dort eine Planfeststellungspflicht vorhanden ist. An der Achse Hafenstraße, da machen wir ein wasserrechtliches Verfahren, um Baurecht zu bekommen. Und im Moment laufen schon die Ausführungsplanungen, das heißt, wir gehen in die Detailplanungen. Da ist dann schon so weit, dass man wirklich sagt, welche Bewährungseisen kommen in den Beton, welcher Beton ist es genau, wie sieht die Schalung aus. Auch die Fahrbahn wird geplant, dass man Deckenhöhen hat, dass man genau weiß, wie wird die Straße nivelliert, wo läuft das Wasser hin. Das wird alles im Moment sehr genau geplant. Weshalb machen wir jetzt diese Veranstaltung? Wir haben bereits eine Baufirma beauftragt oder eine Arbeitsgemeinschaft, die im Herbst diesen Jahres beginnen wird, Behelfsbrücken an der Hafenstraße zu bauen. Und das wird man dann auch wahrnehmen. Ich komme zuerst zum Teilprojekt Frankenschnellweg. Sie sehen hier die Brücke Frankenschnellweg, so wie sie heute ausschaut. Der Bürgermeister Vogel hat schon gesagt, die sieht ja eigentlich ganz gut aus. Von der Perspektive wirklich, da hat sich der Fotograf auch wirklich Mühe gegeben, die Brücke schön hinzustellen. Wenn man mal näher ranschaut, platzt der Beton ab und wir mussten schon eine Brückenrampe sperren, weil sie sich zwar noch selbst trägt, aber keine Fahrzeuge mehr. Also die Brücke, so schön sie jetzt hier ausschaut, sie ist am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und wir müssen so schnell wie möglich neue Brücken dort bauen.
Wir möchten Sie natürlich auch darüber informieren, dass das Planfeststellungsverfahren läuft. Das heißt offiziell Vollzug der Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes, Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für den Ersatzneubau der Brücke der Kreisstraße N4, Klammer Frankenschnellweg, über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente im Bereich des Kreuz Nürnberg-Hafen im Gebiet der Stadt Nürnberg. Die detaillierten Unterlagen, die kann ich Ihnen heute hier nicht, könnte ich Ihnen vorstellen, aber da wären wir morgen früh auch noch da, die kann man bei der Regierung von Mittelfranken auf der Homepage anschauen. Das sind also alle Texte, alle Pläne, alle Nachweise, die wir erbringen mussten, einsehbar. Und wir hatten schon eine öffentliche Auslegung bei uns beim SÖR vom 3. Mai diesen Jahres bis zum 2. Juni. Da bestand also die Möglichkeit, sich das auch in Papier anzuschauen. Aber wenn Sie möchten, können Sie da natürlich gerne auch sich Details noch genauer anschauen, die ich heute hier nicht alle erklären kann. Können aber natürlich gerne auch nachher Fragen dazu stellen. Die Fachgutachter können die dann auch beantworten. So ist die Planfeststellung aufgebaut. Die ist in drei Teilen untergliedert. Im Teil A beschreiben wir das Vorhaben. Also was machen wir da? Wir bauen neue Brücken, wir passen die Straße an. Und im zweiten Teil gibt es Pläne, da kann man sich das anschauen, wie die Pläne tatsächlich dann ausschauen. Und im dritten Teil sind dann diverse Untersuchungen, Gutachten, Lärmgutachten, Verkehrsgutachten. Wir haben Lufthygienegutachten gemacht. Also wir haben auch ermittelt, was für eine Auswirkung hat unser Projekt auf das globale Klima, wie viel CO2-Ausstoß produzieren wir da. Das haben wir alles an Nachweisen gemacht, natürlich auch einen landschaftspflegerischen Begleitplan erstellt, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Also wir haben uns um die Flora und Fauna sehr genau bemüht, die Sachen, die Umweltbelange erhoben, geschaut, was lebt dort, was wächst dort und was machen wir damit. Da haben wir uns viel Mühe gegeben, mit den Fachgutachtern das gut aufzuarbeiten. Hier möchte ich das Ganze etwas einfacher darstellen. Heute im Bestand sehen Sie die Anzahl an Fahrspuren. Wir haben heute eine sechsstreifige Verbindung, also drei Spuren je Fahrtrichtung. Sie können heute mit drei Fahrbahnen von Aibach in Richtung Zentrum fahren oder auch andersrum von der Stadt Nürnberg zweispurig über die Südwesttangente und dann kommt noch eine dritte Spur dazu über den Main-Donau-Kanal. So ist die Situation ursprünglich gewesen. Leider mussten wir, das ist jetzt hier rot dargestellt, der Pfeil, eine Rampe von Fürth in Richtung Aibach schon schließen. Das ist im Rahmen einer Brückenprüfung aufgefallen, dass Beton von der Brücke abgeplatzt ist und wir dann diesen Überbau, also diese Rampe nicht mehr nachweisen konnten, dass die mit Fahrzeugen belastet werden darf. Und dann haben wir sie von einem Tag auf den anderen schließen müssen. Und wir können sie auch nicht mehr aufmachen, bis dort eine neue Brücke steht. Solange bleibt diese Verbindung geschlossen. Zukünftig werden wir die Brücke um eine Fahrspur schmaler bauen, und zwar in jede Richtung. Das heißt, wenn Sie zukünftig aus der Stadt kommen, das ist hier rechts dargestellt im Bild, vom Zentrum und fahren dann Richtung Aibach, dann haben Sie nur noch eine Fahrspur über die Südwesttangente, dann kommt die dann neu gebaute Rampe dazu und es gehen zwei Fahrspuren über den Main-Donau-Kanal und dann weiter südlich binden wir an den Bestand an, also dann bleibt die Straße so, wie sie heute ist. In der anderen Richtung, wenn Sie von Aibach in Richtung Zentrum fahren, haben Sie ja an der Hafenstraße noch drei Spuren durch die Auffahrt. Da ziehen wir dann die dritte Spur ein auf zwei Spuren. Die dritte Spur wird es dann nicht mehr geben, sondern es gehen zwei Spuren über den Main-Donau-Kanal. Und dann haben wir hier diesen Verflechtungsbereich des Kreuzes, wo also eine Zufahrt und eine Abfahrt anbindet.
und dann gehen zwei Spuren weiter in Richtung Zentrum. Die Rampenverbindungen bleiben im Prinzip so, wie sie heute sind. Also Sie können genauso von Fürth in Richtung Aibach dann fahren oder von Fürth kommend über die Südwesthangende diese Rampe hier nutzen in Richtung Zentrum. Oder wenn Sie von Aibach kommen, die Rampe hier in Richtung Fürth. Das heißt, wir verändern an dem Knoten an sich nichts großartig. Die Fahrbeziehungen bleiben gleich. Es wird eine Fahrspur weniger geben. Das reicht aber völlig aus. Das ist das Besondere an unserem Projekt. Wir bauen zukünftig eine schmalere Straße. Das ist eher unüblich. Die Autobahn ist ja eher dran, Autobahnen noch eine Spur dazu zu bauen. Wir brauchen das aber schlichtweg nicht mehr, weil der Frankenschnellweg endet ja am Kreisverkehr Wiener Straße, Vorjurastraße und entsprechend kommen dort auch gar nicht mehr die Fahrzeuge an, wie damals in den 1960er Jahren mal geplant. Das ist heute deutlich weniger und wird auch zukünftig nicht zunehmen in erheblichem Maßen. Welche Belange gibt es? Es gibt ja mehrere. Einmal müssen wir die Brücken neu bauen oder da die Brücke, weil sie spannungsreskursionsgefährdet ist. Wir reduzieren den Frankenschnellweg um eine Fahrspur. Damit haben wir dann zukünftig auch weniger versiegelte Fläche, haben also mehr versickernde Fläche, haben auch wieder etwas mehr Grün. Ich will hier nicht das Schönreden, es ist natürlich ein Kreuzhafen, aber wir werden weniger Asphalt haben als heute. Und wir erhöhen die Durchfahrtshöhe am Main-Donau-Kanal ein kleines bisschen, sodass also auch die Schifffahrt besser unten durchkommt und hoffentlich weniger Unfälle mit Schiffen an den Brücken zukünftig sein werden. Ich stelle Ihnen jetzt den Bauablauf an der Brücke Frankenschnellweg vor. Sie sehen jetzt noch von oben, wie es heute ausschaut, das Ganze planerisch dargestellt. Sieht den Frankenschnellweg und den Main-Donau-Kanal mit den angegebenen 6 Fahrspuren, hier so leicht rot als Pfeile. Wir werden zuerst den Verkehr auf den südöstlichen Überbau legen. Das sind 2 getrennte Brücken nebeneinander. Je Fahrtrichtung eine Fahrspur haben und dann den Verkehr dort haben. Die andere Brücke wird abgebrochen und dann werden neue Gründungen erstellt, neue Pfeiler mit Bohrpfählen und Pfeilerachsen und Widerlagern. Dann wird ein Stahlhohlkasten aufgelegt und anschließend wird dann die Betonplatte aufgebracht, die Gehwege oder Gehwege gibt es ja nicht, Notgehwege, Kappen, Abdichtung, Fahrbahn. Dann wird auf das neue Bauwerk, das wird jetzt etwa 2 Jahre dauern bis dahin, wird der Verkehr auf das neue Bauwerk gelegt, auch wieder je Fahrtrichtung eine Spur und parallel dazu die alte Brücke abgebrochen und eine neue Brücke gebaut. Insgesamt wird das Ganze 4 Jahre dauern, so die Planung. 2 Jahre ungefähr pro Brückenhälfte. Der Verkehr wird dauerhaft von Aibach in Richtung Zentrum geführt, aber eben reduziert je Fahrtrichtung auf eine Spur. Vielleicht haben Sie es in der Vergangenheit mal anders gehört, dass da mal gedacht war, auch Behelfsbrücken zu bauen. Das werden wir am Frankenschnellweg nicht machen. Das konnten wir zum Glück wegplanen. Genau. Wer es dann nochmal nachlesen will, hier ist das Ganze nochmal kurz stichwortartig in Textform, wie wir den Ablauf machen. Das ist, denke ich, für Brücken recht üblich. Den Verkehr erst auf die eine Hälfte, die andere Brücke neu bauen, dann den Verkehr auf das neue, auf die neue Hälfte und dann die zweite Hälfte bauen. Die Fragen würde ich Sie bitten, am Ende dann zu stellen, dass wir das zusammenbringen, weil sonst kommen wir durcheinander. Ja. Die Fragen. Ich würde gerne trotzdem am Ende dazu drauf eingehen, weil sonst kommen wir jetzt etwas aus dem Ablauf. So soll die Brücke dann zukünftig mal aussehen.
Sie wird also sehr ähnlich sein zum ursprünglichen Bauwerk. Sie wird technisch bedingt etwas länger, aber schmaler. Und wir werden auch die Pfeilerachsen etwas vom Wasser entfernen, um da den Schiffstoß später nicht mehr zu haben und auch eine Entkoppelung zwischen dem Bauwerk und der Uferwand, die da heute aufeinander gebaut ist. Aber das ist mehr Technik und weniger für Sie wahrscheinlich von Belang. Wir haben im Rahmen der Planfeststellung eine emissionsschutztechnische Untersuchung gemacht zum Thema Lärm und zum Thema Lufthygiene. Wir haben wassertechnische Untersuchungen gemacht, wie entwässert das Bauwerk zukünftig. Heute fällt das Wasser ja einfach runter. Wenn Sie sich mal unter die Brücke stellen bei Regen, da sind Rohre und das ganze Wasser läuft einfach nach unten. Das darf man heute so nicht mehr. Das heißt, das ganze Wasser wird gefasst und dann eben zurückgehalten über eine Sedimentationsanlage, die Schwebstoffe und so weiter entfernt und dann gedrosselt eingeleitet in den Main-Donau-Kanal. Wir haben umweltfachliche Untersuchungen gemacht, also einen landschaftspflegerischen Begleitplan, das heißt, was wächst dort, was lebt dort, und das betrachtet und geschaut, was wir da auch für einen Umweltausgleich machen müssen. Und wir haben eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und eine Umweltverträglichkeitsstudie gemacht. Da wurde also auch alle schützenswerten Güter, auch der Mensch, auch die Tiere, auch die Pflanzen betrachtet und dann eben geschaut, wie gehen wir damit um, mit der Lärmentwicklung, mit allem, was da so entsteht durch die Baustelle, was an den Umleitungsstrecken entsteht. Das haben wir modelliert, betrachtet und geschaut, wie wir sie gut schützen können, dass sie nicht über die Gebühr strapaziert werden, auch während unserer Baustelle. Und wir haben ein Verkehrsgutachten gemacht, wo man natürlich überlegt, was haben wir heute für einen Verkehr, was haben wir vor der Baustelle für einen Verkehr, was haben wir danach. Das hat man also berechnet, modelliert und geschaut, wie wirkt sich unsere Maßnahme dann auf den Verkehr aus. Sie können sich vorstellen, am Frankenschnellweg, wenn wir eigentlich alles gleich lassen, dann nimmt der Verkehr auch nicht durch unsere Maßnahme zu. Weil die Fahrbeziehungen sind genau die gleichen, wir nehmen sogar eine Spur weg. Zum weiteren Ablauf. Wir wollen jetzt die Planfeststellung möglichst zügig zur Genehmigung führen. Das genehmigt allerdings die Regierung von Mittelfranken. Das liegt in der Hand der Regierung. Da ist die Auslegung gewesen und die Einwendungsfrist noch bis zum 4. Juli. Und dann hoffen wir, dass wir bald Baurecht bekommen, um dann in die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung gehen zu können. Deswegen haben wir jetzt auch parallel schon die Ausführungsplanung beauftragt, dass wir so viel wie möglich in der Schublade haben, dass wir schnell weitermachen können. Und das wird allerdings auch wieder einiges an Zeit in Anspruch nehmen, weil wir das Ganze europaweit ausschreiben und dann dauert alleine dieses Vergabe, der Prozess dauert etwa 7 bis 9 Monate, bis wir dann eine Baufirma haben im Vertrag, die dann beginnt mit dem Bauen, hoffentlich im Jahr 2024. Schön wäre natürlich im März, aber ob wir das hinbekommen, das weiß im Moment noch keiner. Und die Bauzeit dauert dann etwa 4 Jahre für den Frankenschnellweg. Dann komme ich zur Achse Hafenstraße. Sie sehen hier die Brücke Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal. Man sieht hinten links noch den Turm von der Feuerwache 4, so rot angespitzt mit der Antenne. Und auf der rechten Seite den Hafenanleger mit den Kreuzfahrtschiffen. Heute sieht der Knoten an der Südwesttangente so aus, dass wir hier eine große Kreuzung haben, wo alle Verkehre über diesen Knoten drüber gehen, mit diversen Linksabbiegern, die natürlich dann eine gewisse Kollision auch bewirken, also weniger Verkehr durchlassen durch die Linksabbieger. Und hier die beiden Brücken, hier die Hafenstraße und da die Südwesttangente. Viele werden gar nicht wissen, dass da eine Brücke ist, weil wenn man oben drüber fährt,
merkt man es gar nicht. Das sieht eher aus, als wäre es halt einfach eine Kreuzung. Die Brücke ist auch nur 33 Meter lang, aber 55 Meter breit. Also die ist breiter, als sie lang ist. Zukünftig wird es anders aussehen. Sie sehen also hier jetzt nicht mehr diesen Knoten mit den vielen Linksabbiegern, sondern wir haben jetzt eine Anschlussstelle mit einem Teilkleeblatt. Also wir haben hier eine Ausfahrtsrampe von der A73 in Richtung Hafen. Also rechts sehen Sie, geht es nach Süden zum Kreuz Süd von der A73 und dann kann man diese Rampe hier hochfahren in Richtung Hafen. Und es wird, wenn man vom Finkenbrunnen kommt, Finkenbrunnenzentrum ist hier oben im Bild, fährt man dann auf der rechten Spur und kann dann über diese Schleifenrampe auf die A73 in Richtung Süden fahren. Was man auch sieht, sind diese roten Streifen. Das sind Radwege. Wir haben also einiges an zusätzlichen Fuß- und Radwegen eingebracht. Sie sehen zum Beispiel hier eine Fuß- und Radwegunterführung. Da kann man also mit dem Fahrrad unter der Straße durch, muss dann nicht über eine Ampel, fährt dann hier parallel über die Brücke und dann Richtung Hafenstraße oder Richtung Donaustraße weiter. Wir haben auch unter der Kanalbrücke einiges an zusätzlichen Radwegen gebaut oder planen die zu bauen, sodass also da ein breiterer Radweg als heute besteht und auch mehr Verbindungen dastehen oder vorhanden sein werden. Es gibt dann auch, was man hier unten im Bildrand noch gut sieht, eine Verbindung von dem Betriebsweg unten vom Hafenanleger, da ist ja dieser breite Weg, wo die Schiffe anlegen. Da kann man also auch über eine Rampe hochfahren auf die Brücke oder unten auf der Hälfte queren. Da werden wir zusätzliche Fahrradwege mit einbauen. Hier sehen Sie blau dargestellt nochmal die Verbindung von der A73 über die neue Rampe in Richtung Hafen und von Finkenbrunn in Richtung A73, auch blau dargestellt in Richtung Süden. Die grünen Beziehungen bleiben so, wie sie heute sind. Klar, sie werden etwas verschoben, aber grundsätzlich ist es die gleiche Fahrbeziehung. Jetzt nochmal blau dargestellt die Verbindung von der Autobahn in Richtung Finkenbrunn, Zentrum. Bleibt so wie heute, aber eben nicht mehr als kombinierte Links- und Rechtsabbiegespur, die sich oft zurückstaut bis auf die Autobahn, sondern diese Verbindung kann dann abfließen in Richtung Zentrum, wird hier aber auch dosiert durch eine Ampel-Lichtsignalanlage. Also wir lassen nicht einfach viel mehr Verkehr in die Stadt, das wird dort dosiert. Die Verbindung vom Hafen, hier unten blau der Pfeil, in Richtung Süden, bleibt ähnlich wie heute. Und die anderen grünen Verbindungen sind genauso vorhanden, aber etwas anders ausgeprägt als heute. So soll das Ganze hoffentlich mal ausschauen. Da haben wir, ja, denke ich, architektonisch anspruchsvolle Bauwerke entworfen oder unsere Planer. Und ich bin hoffnungsvoll, dass wir das auch bald mal so sehen werden in echt und nicht nur als Visualisierung. Da arbeiten wir jetzt intensiv dran. Warum machen wir das Ganze? Auch wieder wegen dem Thema Spannungsrisskorrosion bei den Bestandsbauwerken. Wir haben aber eine deutliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit dieses Knotens. Das ist insbesondere für den Hafen wichtig, weil wir da momentan ja relativ viel Stau immer bis auf die Autobahn haben, um die Hafenbetriebe anzubinden. Und der Hafen ist dort eben ein Hauptverkehr, der dort zum Hafen und vom Hafen auf die Autobahn geführt werden soll. Die Verbesserungen für die Radfahrer und Fußgänger habe ich schon skizziert. Und das Gleiche wie an der anderen Brücke ist, dass wir auch über den Main-Donau-Kanal den Abstand zwischen Wasser und Unterkante der Brücke vergrößern,
sodass es dann hoffentlich nicht mehr zu Kollisionen zwischen Schiffen und Bauwerk kommen wird. Der Europakai, also diese Anlegestelle mit den 10 Liegeplätzen für die Kreuzfahrtschiffe, die sollen während der Bauzeit offen bleiben. Das heißt, da sollen immer die Busse hinfahren können und auch Versorgungsfahrzeuge müssen dorthin kommen. Wir werden allerdings unter der Brücke Hafenstraße 2 Liegeplätze längerfristig außer Betrieb nehmen müssen, weil das schlichtweg nicht geht, dass über der Brücke Schiffe oder über den Schiffen die Brücke gebaut wird. Das kann man nicht zulassen. Der Parkplatz am Schiffsanleger, der wird weitestgehend entfallen während der Bauzeit. Also für die, die dort gerne spazieren gehen am Wochenende bei schönem Wetter, da werden wir diesen Parkplatz am Europakai für die Baustelle brauchen. Sonst haben wir schlichtweg keinen Platz, um überhaupt neue Brücken zu erstellen. Jetzt möchte ich Ihnen darstellen den Bauablauf für die Behelfsbrücken. Ich habe ja angekündigt, dass wir diesen Herbst mit dem Bau der Behelfsbrücken beginnen wollen. Dazu haben wir jetzt schon eine Simulation erstellen lassen. Man sieht also deutlich hier die Feuerwache 4. Da kann man sich gut dran orientieren. Die Anschlussstelle Hafen Ost mit Südwesttangente und Hafenstraße. Das heißt, zuerst müssen wir mal die Flächen herstellen, dass man dort überhaupt bauen kann. Einen Bagger können wir nicht einfach aufs Gras stellen, der versinkt da. Also muss man erstmal die Flächen befestigen mit Schotterflächen. Genauso an der Anlegestelle in dem Böschungsbereich, da kommt zukünftig mal ein Brückenwiderlager hin und auch drüben bei der Regenstraße, bei dem Parkplatz der Feuerwehr, vor diesem Betonwerk von Berger Beton, wird auch noch ein zusätzlicher Brückenpfeiler entstehen. Das Ganze passiert parallel zur heutigen Hafenstraße, also das sind kleine Inselbaustellen, da werden Sie also auf der Hafenstraße noch nicht viel mitbekommen für den Verkehr. Da wird auch der Bus ganz normal fahren. Da wird auch nichts an der Hafenstraße gesperrt. Dann kommen die Bohrpfähle. Wir werden also die Brücken, diese Behelfsbrücken auf den Sandstein gründen durch Bohrpfähle. Da kommt eine Pfahlkopfplatte drauf und dann die Pfeilerscheiben. Genau das gleiche auch an der Südwesttangente, da werden wir seitlich neben die Autobahnrampen Brückenwiderlager bauen, aber auch in dem Mittelstreifen der Südwesttangente und da werden wir auch in die Südwesttangente reingehen müssen. Das heißt, wir werden die Fahrspuren verengen, nach außen drücken, sodass wir die Inselbaustelle andienen können und das wird man auch dann im Verkehr merken. Wir lassen aber 2 Fahrspuren je Fahrtrichtung offen. Und an der Regenstraße wird dann auch noch eine Widerlagerachse gebaut. Dann wird der Taktkeller aufgebaut für die Behelfsbrücken. Die kommen dann oben auf diese Gerüste drauf. Und dann wird die Behelfsbrücke, die bleibt nicht dauerhaft, die kommt wieder weg, wird dort die Behelfsbrücke über den Main-Donau-Kanal geschoben. Sie sehen also, der Verkehr auf der Hafenstraße bleibt und dann kommt noch über die Südwesttangente ebenfalls
eine Behelfsbrücke. Die geplante Bauzeit für die Behelfsbrücken ist von diesem Jahr, so um den Tag der Deutschen Einheit werden wir wohl anfangen, entweder kurz davor oder einen Tag danach, also Ende September, Anfang Oktober, wird die Baustelle eingerichtet, dann werden die Pfeiler gebaut, also betoniert, und dann wird die Behelfsbrücke, die kommt aus Stahl, das sind so ja, vorgefertigte Teile, die mit Passbolzen zusammengefügt werden. Als Fachwerkbrücke werden die dann eingeschoben. Da hoffen wir, dass wir die nächsten Sommer dann dort liegen haben. Die gehen aber nicht gleich in Betrieb, sondern die sind dann gebaut. Und wir hoffen, dass wir dann, das sehen Sie dann im nächsten Vorgang, dass wir dann gleich mit dem Bau der Hauptmaßnahme beginnen können. Das heißt, dann werden wir zwischen diese Brücken Erddämme schütten, oben eine Fahrbahn draufbauen. Und dann haben wir in Richtung Zentrum und zur Südwesttangente, vom Hafen zur Südwesttangente, eine Behelfsumfahrung. Und erst wenn wir die in Betrieb genommen haben, dürfen wir dann eine Brücke abbrechen. Das sind auch auf der Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal zwei Bauwerke nebeneinander. Und bevor wir eins abbrechen, brauchen wir vorweg diese Behelfsumfahrung. Es geht also dort nicht, dass wir den Verkehr auf einen Überbau bringen. Wir brauchen da einfach vier Fahrspuren, zwei je Fahrtrichtung. Und das können wir auf einem Überbau nicht gewährleisten. Das hält die Brücke nicht aus. Das kann man statisch nicht nachweisen. Und entsprechend funktioniert das nur mit Behelfsbrücken an dieser Brückenachse. Es gibt, das ist vielleicht vielen von Ihnen schon länger bekannt, Ersatzrouten, die wir betrachtet haben. Das hat man schon sehr früh in dem Projekt sich überlegt. Was passiert denn dann während der Baustelle, wenn manche Verkehrsbeziehungen nicht funktionieren, weil wir Rampen zumachen müssen, sperren müssen, Fahrbeziehungen außer Betrieb nehmen? Dann hat man Erhebungen gemacht, Zählungen gemacht, Verkehrszählungen. Das Verkehrsplanungsamt zählt ja auch jedes Jahr. Jetzt dann im Juli wieder den Verkehr in Nürnberg. Wir haben aber im Projektgebiet bei uns zusätzlich auch noch Zählungen vorgenommen durch Videozählung, sodass wir da also ein sehr genaues Modell haben, welchen Verkehr wir haben. Das haben wir dann auch sehr genau, oder unsere Gutachter geeicht, dass das auch sehr genau passt. Und dann haben wir geschaut, was passiert, wenn wir einzelne Fahrbeziehungen am Frankenschnellweg oder an der Hafenstraße zumachen, was bewirkt es dann eben auf diesen Ersatzrouten? Kommt da dann mehr Verkehr, kommt da weniger Verkehr, wo ist der Mehrverkehr, wie stark ist der Mehrverkehr und was hat das für Auswirkungen später auch auf den Lärm oder auf die Lufthygiene? Das haben wir alles in diesem Bereich, wie Sie hier es markiert sehen, und der Bereich ist relativ weit, der geht also hier im Nordwesten bis zur Hügelstraße, Edinsonstraße, das ist der Bereich Tilly Park, dann auf den Südring bei der Nopitzstraße, geht auf den Frankenschnellweg, geht in die Minervastraße, Julius-Lossmann, Trierer Straße, Münchner Straße, klar die Südwesttangente und dann aber auch die B2, die Hafenstraße, und hier den Frankenschnellweg, die Wiener Straße, Martweg, Saarbrückener Straße. In diesem gesamten Bereich wurde dieses Modell betrachtet für jede unserer Bauphasen. Bei der Achse Frankenschnellweg sind die Phasen noch relativ überschaubar. Das haben Sie ja gesehen, wie der Bauablauf da gedacht ist. An der Achse Hafenstraße sind wir derzeit schon bei 18 Bauphasen. Das heißt, wir haben für diese 18 Bauphasen auch überlegt, was bedeutet das jeweils für die Ersatzrouten. Das haben wir alles modelliert, nachgerechnet und sind mit den Ergebnissen auch in die Planfeststellung für die Brücke Frankenschnellweg gegangen. Also auch, was an der Hafenstraße gebaut wird, wurde betrachtet, weil wir zeitgleich bauen wollen, Brücke Frankenschnellweg und Hafenstraße, wurde betrachtet auf diese Umleitungsstrecken, sodass man das sehr genau schon abschätzen kann. Und daraus haben wir dann auch die Schutzmaßnahmen abgeleitet,
die wir dann treffen müssen, eben genau auf diesen Streckenabschnitten. Da kommt es teilweise zu Lärmerhöhungen und entsprechend müssen wir damit umgehen, wie wir sie als Bürger entsprechend möglichst gut schützen, dann auch während dieser Bauzeit. Das haben wir gemacht, das haben wir auch in der Planfeststellung dargestellt. Und sobald das beschlossen ist, werden wir dann auch auf Sie zugehen, wenn Sie an diesen Strecken wohnen, dass Sie entsprechend geschützt werden können. Damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende und übergebe dann wieder an den Florian Hugger. Entschuldigung, ich muss mich noch anziehen, weil es so warm ist. Verzeihung. So, Herr Hommering, vielen Dank. Wir hatten Ihnen zugesagt, dass Sie die erste Frage gleich stellen dürfen. Da müssen wir uns auch dran erinnern. Und danach werde ich Ihre Frage dazu nutzen, auch die Teilnehmer hier vorzustellen. Ja, ich wollte noch mal fragen, bei der Frankenschnellwegbrücke, ob die Donaustraße eine Anbindung gedacht wurde, überhaupt nur mal gedacht wurde, als Brücke, Anbindung an den Frankenschnellweg. Das heißt, ich glaube, es ist verstanden. Ist so aufgenommen und ich würde jetzt das gleich nutzen, Herrn Wunder vorzustellen, vom stellvertretenden Leiter des Verkehrsplanungsamts. Die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Bitte schön. Ja. Grüß Gott zusammen, Robert Wunder vom Verkehrsplanungsamt. Also die Donaustraße kommt überhaupt nicht in Frage, dass man die direkt an so eine hochleistungsfähige Straße anbindet. Also wir wollen ja keine Straße, die heute halbwegs funktioniert, mit Verkehr irgendwie fluten und dann Entwicklungen bekommen, die wir gar nicht absehen können. Von den Kosten wahrscheinlich ganz zu schweigen. Also das wäre ja eine völlig neue Relation. Also haben wir zu keiner Zeit irgendwie ins Auge gefasst. Vielen Dank. Herr Hommering, Sie hatten eine Ergänzung. Genau, ich würde es auch gerne noch ergänzen. Da haben wir auch einen großen Höhenversatz, haben eine Bebauung nebendran mit Gewerbe. Das heißt, das würde auch platztechnisch gar nicht gehen, dort diesen Höhenversprung über eine Rampe abzubilden. Dann müssten wir die Gewerbe zurückbauen, die da vorhanden sind. Ich habe es nicht mitgedacht. Im Vorfeld denke ich auch nicht. Es ergibt aber tatsächlich an der Stelle auch, funktioniert es nicht. Gut, ja, ich kann es Ihnen aber jetzt gleich beantworten, dass dort Bebauung ist und dass man dort Rampen nicht in der Größe einplanen kann. Wir haben auch noch den schwarzen Graben, der ist dann dort als naturbelassener Graben. Das sind also viele Einschränkungen, die das Ganze nicht ermöglichen würden. Und es reicht ja auch völlig aus. Also ich wüsste nicht, welchen Bedarf Sie da sehen, so eine irrsinnig große Maßnahme zu generieren, um eine einzige Straße anzubinden, aber auch nicht vollständig. Also deswegen haben wir das auch nicht mitgedacht. Das ist einfach nicht erforderlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine komplexe Frage ist. Wir notieren auch Fragen. Das ist jetzt auch gleich praktisch zum Übergang. Ich wollte nur als erstes quasi gleich auf Ihre Frage eingegangen sein, weil wir die ja vorher unterbunden haben. Danke fürs Warten. Bei Fragen, die komplexerer Natur sind, wie Sie sehen in der Planung, mehrere Entscheidungsparameter hängen ja da zusammen, haben wir uns vorgenommen, dass wir diese Fragen notieren. Das wäre jetzt eine dieser Fragen, die wir notieren und dann nochmal vielleicht in der kurzen Stellungnahme im Nachgang beantworten. So wie ich es verstanden habe, ist einfach der Aufwand, also gerade was Flächenversiegelung und Flächenveränderung und damit auch Kosten letztendlich angeht, sehr, sehr hoch für diese Maßnahme. Aber ich bin jetzt sicherlich weiter weg in der Sache wie Sie. Ich würde jetzt gern, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, noch ganz kurz sagen, Herr Konrad, herzlich willkommen, Sie sind da. Herr Bürgermeister, Sie sind auch da, Herr Hommering ist da, das sind schon mal drei Experten zum Bürgermeister, der Generalexperte und oberster Bauherr sozusagen auch ist
um die wesentlichen Fragen zu beantworten. Wir haben aber noch ein weiteres Team, und das ist ein digital zugeschaltetes Team, wie man es jetzt seit Corona einfach auch hat. Herr Bartel ist dabei, er hat sich auch die Gestalt der schönen Brücken, die wir gesehen haben, die ich persönlich sehr elegant und gelungen finde, ist zugeschaltet. Guten Tag. IGS, Sie sitzen in Weimar, ist das richtig, Herr Bartel? Ja, offenbar. Ja, ich sitze in Weimar. Wunderbar, guten Abend. Herr Listel, Gevers, Humberg und Partner in München, guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Bascucci, auch aus München, Sie sitzen gemeinsam. Herr Dr. Listel, ich habe Ihre Promotion unterschlagen, Verzeihung. Guten Abend. Und zu guter Letzt Herr Weidenhammer, Sie sind uns auch noch zugeschaltet, und wir versuchen in diesem Expertenkreis jetzt Ihre Bedürfnisse und Ihre Fragen alle zu beantworten. Gleichzeitig bekommen wir digitale Fragen, aber ich würde mal sagen, die Fragen im Saal haben Vorrang, deswegen komme ich jetzt zu Ihnen. Da war die Wortmeldung, bitte. Ja, hallo, schönen guten Abend miteinander. Also hier geht es jetzt um die, es war zwar eine schöne Simulation, diese Behelfsbrücken über den Kanal, hat sich mir jetzt aber nicht ganz so erschlossen eigentlich. Vor allem würde mich mal interessieren, inwiefern jetzt der Sportverein SV Maich dann betroffen ist, wenn diese Behelfsbrücken da irgendwie da rüber dirigiert werden, irgendwann mal, wenn das funktioniert. Also das geht doch dann mehr oder weniger an Maich schon vorbei oder wie, über Maich drüber, über den Sportverein meine ich jetzt. Ne? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse oder wie? Oder? Okay, danke. Herr Hommering hat mir ein Zeichen gegeben, dass er da Bescheid weiß. Vielen Dank. Genau. Also der Sportverein SV Maich, mit dem waren wir natürlich frühzeitig in Kontakt mit dem Vorstand. Und es ist mit dem Verein auch so vereinbart, dass wir den C-Platz für die Behelfsumfahrung benötigen. Der wird danach dann wieder hergerichtet, aber Sie haben es richtig erkannt, der C-Platz wird während der Baumaßnahme dann nicht mehr verfügbar sein. Wir werden da auch einen Ballfangzaun aufbauen. Wir werden die LED-Beleuchtung umsetzen auf den A-Platz. Das sind also Dinge, die wir im Vorfeld noch machen dürfen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass der SV Maich da kooperativ mit uns umgeht und wir andersrum natürlich auch. Genau, die geht über den... Genau. Ja, der wird dann verschwenkt und geht wieder auf den Finkenbrunnen. Ja, vor der Umkleidekabine vom SV Maich münden wir wieder ein in den Finkenbrunnen, sodass die Umkleidekabine nicht tangiert wird, und wir bleiben sehr weit im Osten. Also, genau. Ich nehme das gern auf, dann würde ich auch im Nachgang, wir haben ja Pläne dafür, die können wir auch gerne ins Netz dann auch stellen, dass Sie die sehen, da nehmen wir das mit, dass wir auch diese Behelfsumfahrung noch genauer darstellen. Ja. Genau, aber das wird auch erst wirklich eine Rolle spielen, wenn wir den Erddamm aufbauen. Jetzt für die Gründung bleibt der C-Platz noch nicht tangiert, der wird weiter bespielt werden können. Betrifft es bei den Widerlagen, ist ja klar, aber ja. Bei der Straßenführung betrifft es dann schon eigentlich irgendwo dann mal, wie genau. Das dann läuft. Und das ist dann ab Herbst 23 oder ja. Eher ab. Ja, ist auch nicht mehr so 24. Weit. Sie sagen genau. Herbst 23. Ist beantwortet, dann gehen wir zur nächsten Frage. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mich würde mal interessieren, auch wieder Bereich Hafenstraße, wird es möglich sein für die Fahrradfahrer, die jetzt quasi den Bereich des Kanals dort auch mit nutzen am Europakanal, dort auch zu queren, weil da wird ja Baustelle sein, und so wie ich das jetzt gesehen habe auf der Darstellung dort, wird es ja dann die Behelfsbrücke dort gebaut, und das ist sehr reger Fußgänger- und Fahrradfahrverkehr. Danke. Das Herr Wunder? Wird auch ich wieder übernehmen wollen in dem Fall, weil das betrifft, Sie haben recht, die Frage gilt jetzt erstmal auf die Hafenstraße. Im Bereich der Hafenstraße
müssen wir für die Schiffsanleger und den Busverkehr müssen wir ja die Zufahrt gewährleisten. Wir werden also unter der neuen zu bauenden Brücke auch ein Gerüst drunter stellen, ein Schutzgerüst, sodass, wenn oben gearbeitet wird, da nichts runterfällt und man mit den Bussen und dort unten durch kann. Wir haben aber ein ganz anderes Problem, nämlich an der Brücke Frankenschnellweg. Da können wir den Verkehr nicht, also die Fahrradfahrer und Fußgänger nicht durchlassen, weil wir dort eine große Baustelleneinrichtungsfläche haben. Das heißt, dort ist zu. Wir müssen also den Fuß- und Radwegverkehr an der Hafenstraße rüberführen, Richtung Feuerwache 4 an der Donaustraße, dann an dem ehemals Vodafone-Hochhaus vorbei und dann wieder Richtung Schleuse Nürnberg, dort wieder auf den Betriebsweg des Kanals zurückbringen. Das müssen wir auch über sehr lange Zeit machen, weil wir an der Brücke Frankenschnellweg keinen Verkehr durchlassen können. Vielen Dank. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Bitte schön. Genau. Hallo. Bisher in den alten Planungsunterlagen, die auch auf der SIR-Homepage abrufbar sind, war immer die Rede davon, dass während des Baus für eine gewisse Zeit die Südwesttangente in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein wird. Sie haben jetzt gerade gesagt, es wird beide zweispurig bleiben. Da wollte ich mal nachfragen, wie jetzt die tatsächliche Planung aussieht. Kann ich auch. Bitte schön. Der Gedanke war tatsächlich, in manchen Bereichen die Südwesttangente einspurig zu führen. Das haben wir jetzt auch mal gesehen, was da passiert, wenn wir Brückenprüfung haben und wir nach 9 Uhr in die Südwesttangente in den Pfingstferien reingehen, wie schnell der Stau dann bis Anschlussstelle Süd mündet. Für uns ist ganz klar Prämisse, dass wir, wo es nur geht, immer 4 Spuren auf der Südwesttangente, also 2 Spuren je Fahrtrichtung offen lassen, weil das sonst schlichtweg deutlich spürbare Auswirkungen im ganzen südlichen Stadtgebiet haben wird. Dankeschön. Eine Frage, diese Spannungskorrosionsschäden, die wo von außen ja für normalen Menschen nicht sichtbar sind an den Brücken, weil ich fahre ja öfters mit dem Fahrrad die Wege da ab. Ich sehe keine Schadstelle oder irgendwelche brüchige Stellen. Da gibt es in Nürnberg viel mehr Brücken. Sagen wir mal, die Rhein-Schieberhof-Brücke da, der sogenannte Mauslock, da fährt alle 3 Tage ein LKW hin. Und da meint man, die bricht alle Augenblick zusammen. Und bei den Brücken, die sind jetzt 50 Jahre alt. Und die Konstrukteure, die wir damals gebaut haben, haben sicher gedacht, dass die einen längeren Zeitraum aushalten. Die haben die damals zuständigen Materialien verwendet, dass die nicht bloß ein halbes Jahrhundert stehen. Und jetzt betrifft es nur diese Nürnberger Brücken oder bis Bamberg sind da noch etliche andere Brücken. Die müssten ja alle weggerissen werden und neu gebaut und neu konstruiert werden. Und wer gibt uns die Gewissheit, dass diese neue Konstruktion in diesen neuen Brücken länger als wie 50 Jahre halten? Weil das sind ja auch Materialien, die wo herkömmlich sind, die wo bestehen jetzt, ob das Metall ist oder Beton ist oder Spannbeton. Irgendwann ist einmal alles endlich, aber die Gewähr kann wahrscheinlich keiner geben, dass die länger wie 50 Jahre halten. Das steht mir wirklich interessiert. Ich werde es nicht mehr erleben, aber die nachfolgenden Generationen werden sagen, horch, jetzt haben sie ja wieder Brücken gebaut, die halten bloß ein halbes Jahrhundert. Dankeschön. Da kann ich gleich selber vielleicht kurz was sagen. Das ist eine zweiteilige Frage. Ich bin Architekt auch und wir bauen auch Brücken. Wir haben in der Einleitung nämlich gesagt bekommen, an dieser Brücke, dieser Brückenbautyp, sieht man den Schaden nicht. Und das ist das Problem an der Sache, denke ich. Aber Herr Homaring, bitteschön, da glaube ich, müssen Sie was sagen noch. Genau, das ist also nicht nur in Nürnberg so, das hat die Autobahn deutschlandweit ganz häufig. Vorteil bei der Autobahn ist oft, die bauen halt dann 6-spurig und dann muss eine alte Brücke eh durch eine neue ersetzt werden. Wir jetzt in Nürnberg bräuchten das nicht, wir bauen ja sogar schmaler. Ich gebe Ihnen völlig recht, das ist unzufriedenstellend, dass man es von außen nicht sehen kann. Das ist halt so, weil die Spannglieder im Beton einbetoniert sind.
Und man kann es von außen nicht messen, also man kann es nicht mit Radar messen, man kann nicht reinschauen, man kann es auch nicht mit Ultraschall von außen erkennen. Die Sache ist die, dass diese Brücke sehr lang ist, nehmen wir jetzt die Brücke Frankenschnellweg, und die Spannglieder durchlaufen durch das ganze Bauwerk. Und das kann an einer Stelle rosten und das kriegt man nicht mit. Und schon kann die Brücke, und das ist der Unterschied zu vielen anderen im Nürnberger Gebiet, Stadtgebiet, die hat kein Ankündigungsverhalten, weil sie die Kräfte nicht umverlagert auf schlaffe Bewehrung. Sie kennen das ja alle im Häuslebau oder so, dass man da Bewehrungsmatten reinlegt, also dünne Eisen, die sind im Brückenbau etwas dicker als im Hochbau oft, dann würde diese Kraft, wenn die durch das Spannglied nicht mehr getragen wird, so eine Spannbetonbrücke wird ja zusammengezogen und diese Seile, die da drinnen reingespannt sind, die ziehen ja die Brücke nach oben. Also da, wo die Brücke eigentlich durchhängen würde, kommt dieses Stahlseil und zieht die Brücke hoch und drückt dann den Beton zusammen. Wenn jetzt dieses Spannseil kaputt ist, dann wird bei anderen Brücken unten diese schlaffe Bewehrung, die unter ist, die Kraft ein Stück weit übernehmen und dann gibt es langsam Risse. Und dann sieht man Stück für Stück, wie diese Risse größer werden. In dieser Brücke ist sehr wenig von diesem schlaffen Stahl drin und da komme ich jetzt wieder zurück auf die 60er, 70er Jahre. Die haben auch sehr genau gerechnet, aber die haben noch nicht mit so hohen Sicherheiten gerechnet und die haben das auch wirtschaftlich gerechnet. Dieses Bauwerk, gerade die Brücke Frankenschnellweg, ist extrem wirtschaftlich gebaut worden damals. Da ist nichts überdimensioniert. Und entsprechend kann jetzt auch, wenn ein Spannglied kaputt ist, die Brücke das nicht mehr aufnehmen. Und das kann dann relativ schnell zu einem Versagen führen. Relativ schnell ist bei einer Brücke natürlich nicht, hoffentlich nicht so schnell. Deswegen prüfen wir sie jedes Jahr und schauen, ob es kleine Veränderungen gibt. Und das kann passieren und das wäre dann schade, aber dass wir die Brücke abbrechen und feststellen, es sind alle Spannglieder in Ordnung. Aber wir sehen es ja jetzt schon an anderen Stellen, dass es nicht der Fall ist. Also diese Rampe, da ist der Beton abgeplatzt, da ist das Spannglied korrodiert. Das können wir nicht mehr heilen. Sieht man trotzdem wenig von außen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und es ist ein Gesellschaft, also unsere ganze Gesellschaft betreffendes Problem, weil wir bundesweit diese Brückentücken haben. Und auch damals die Verkehrslasten, die Erschütterungen, die Autozahlen, also wie das vibriert, diese ganzen Dinge sind jetzt stärker geworden. Und deswegen ist da quasi bundesweit ein Sanierungsnotstand. Und sind wir froh, dass wir es sanieren, bevor es einfällt. Weil das dann. Die nächste Frage, weil keine im Saal gerade ist, kommt aus dem Netz. Wird es möglich sein, mit dem Fahrrad während der Bauarbeiten die darunter durchgeführten Radwege weiter zu nutzen? Das ist eine Frage, die an Herrn Hummering gehen sollte oder Herrn Bartel. Ich glaube, Herr Wunder werden Sie auch. Ich, Sie haben, ja. Ja, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass wir eben diesen Betriebsweg am Main-Donau-Kanal nicht offen halten können im Bereich der Brücke Frankenschnellweg, weil dort in dem Bereich am Kanal Baustelle sein wird und die dann auch zugemacht werden muss, weil da wird eine Brücke abgebrochen, da wird eine Brücke neu gebaut, da fahren Baufahrzeuge, da werden große Brückenteile bewegt, wir werden da eine Vormontagefläche haben, wo diese Stahlhohlkästen teils vom Wasser aufs Land gebracht werden und dann eingeschwungen, eingehoben werden. Also da werden wir mit Hunderten von Tonnen arbeiten und haben dann wahrscheinlich auch gedacht, Schiffe dort anzulanden, die Material bringen und abholen. Da kann keiner mit dem Fahrrad zwischendurch. Vielen Dank. Jetzt vor der nächsten Frage, eine kurze technische Frage. Haben wir die Möglichkeit, einen Grundriss einzublenden? Weil jetzt kommen gleich zwei Fragen, wo man, glaube ich, was zeigen muss. Weiß ich nicht. Können wir hier auf die, aus vielleicht Ihrer Präsentation nochmal den Grundriss einblenden und dabei verlese ich die nächste Frage. Wir haben sie schon beantwortet. Warum sind eigentlich so viele Bauwerke aus dieser Zeit schon baufällig? Der Form halber soll sie verlesen sein. Ich denke, die Frage ist ausreichend beantwortet und damit verlese ich jetzt. Guten Abend.
Was bedeutet die dauerhafte Sperrung der linken Abbiegespur an der Feuerwache in Richtung Fürth für uns als Anwohner? Meines Erachtens ist der Hauptverkehr in der Rush Hour Richtung Hafen. Und was bedeuten die Teilsperrungen verkehrstechnisch? Meine Anmerkung, also das ist der Autor. Gestern hatten wir gegen 16 Uhr auf der A6, A9 und 73 einen Stau länger als 50 Kilometer laut Google Maps, Teile davon selbst erlebt. Ist es möglich, die Ampel an der Abfahrt Richtung Südfriedhof nachts abzuschalten? Vielen Dank. Es sind jetzt mehrere Fragen. Ich würde erstmal darauf gehen, nochmal, was bedeutet die Sperrung der linken Abbiegespur an der Feuerwache in Richtung Fürth für uns als Anwohner? Herr Wunder, ist das Ihr Bereich oder fragen wir Herrn Dr. Listl? Herr Wunder. Ich versuche es mal etwas allgemeiner zu formulieren. Wir haben ja umfangreiche Gutachten an dieser Stelle, wie sich der Verkehr verlagern wird. Das ist die Theorie, wir haben aber auch eine Praxis. Und die Praxis sagt, dass ungefähr 25-30% des Verkehrs bei einer Sperre irgendeiner Relation sich in Luft auflösen. Vielleicht schütteln Sie jetzt den Kopf und glauben es mir nicht, es ist aber wirklich so, weil die Menschen ja auch sehen, da verändert sich was und das Verkehrsverhalten der Menschen, das wird vor allen Dingen auch beeinflusst, Sie haben ja kein Verkehrsgutachten im Auto liegen, das wird beeinflusst durch die tägliche Erfahrung, die Sie haben oder durch Mundpropaganda, da und da geht es jetzt besser. Und wenn Sie irgendeine Straße sperren in der Stadt, wir haben ja viele Straßen in der Innenstadt auch gesperrt, den Rathausplatz schon vor langer Zeit, war immer die Erfahrung, dass bis zu einem Drittel des Verkehrs verschwindet. Die Leute fahren ganz anders von den Strecken her. Sie fahren mit anderen Verkehrsmitteln oder sie fahren zu anderen Zeiten oder sie fahren insgesamt weniger Wege. Und das ist ein Effekt, den man auch in den Verkehrsgutachten relativ schwer nur abbilden kann. Weil das auch von Stadtteil zu Stadtteil und von Straße zu Straße sich immer ein bisschen verändert. Aber insgesamt können wir sagen, dass diese Baumaßnahme, das ist eine sehr große Maßnahme, das ist vielleicht vergleichbar mit dem U-Bahn-Bau in den 70er, 80er Jahren, wo er quer durch die Stadt gezogen ist mit Großbaustellen. Ja, wir haben auch ein großes Stadtgebiet, das als Umleitungsbereich dient. Der Kollege Homering hat es ja gezeigt an der Folie. Das geht von Gebersdorf bis nach Langwasser rüber, wo sich der Verkehr verteilen kann. Das heißt, da wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal kneifen, aber insgesamt wird es auch sich immer wieder einspielen nach einigen Tagen, wenn er irgendeine Bauphase umstellt. Dazu muss ich sagen, wir vom Verkehrsplanungsamt sind ja beteiligt von Anfang an. Wir haben die Signaltechnik im Haus. Wir programmieren unsere Lichtsignalanlagen, unsere Ampeln selbst. Das heißt, wir können auch jederzeit reagieren, wenn irgendwo was eintritt. Aber, da muss ich ganz deutlich dazu sagen, wir machen auch kein Hase- und Igelspiel. Ja, wenn er eine Bauphase einleitet und am ersten Tag kneift es, dann warten wir auch den zweiten ab. Und wir sind draußen vor Ort, die Kolleginnen und Kollegen, die schauen sich um. Und dann schauen wir, wo man nachjustieren kann. Ja, das heißt, es wäre jetzt vermessen, wenn ich sage, es gibt überhaupt keine Probleme bei diesem ganzen Thema. Ja, aber seien Sie sich gewiss, wir sind vor Ort, wir kümmern uns darum. Und wir sind natürlich auch dankbar, wenn wir sachliche Hinweise kriegen von Ihnen draußen, dass es an irgendeiner Stelle Probleme gibt. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal allgemein abgedeckt habe, weil ich jetzt zu der Rampe an sich, da müsste man wahrscheinlich den Kollegen Dr. Listl fragen, ob er da irgendwelche Berechnungen hat. Ja, aber das war jetzt sozusagen von mir aus mal so eine Allgemeinerklärung von Seiten des Verkehrsplanungsamts mit der Bitte, uns einfach auch ein bisschen zu vertrauen. Wir haben eine lange Erfahrung, auch mit ziemlich schweren Eingriffen, zum Beispiel bei Gleisbaumaßnahmen in den Straßenraum. Danke. Vielen Dank. Jetzt die Frage an Herrn Dr. Listl. Haben Sie da eine Ergänzung dazu? Nein, zunächst mal keine Ergänzung. Das, was ich jetzt dazu aussagen könnte, wären eben während der Bauzeit mögliche Steigerungen in der Verkehrsbelastung im durchschnittlichen werktäglichen Verkehr. Im Detail im Ersatzroutennetz sich jede Beziehung anzugucken,
Da müssten wir tatsächlich tief in unsere Unterlagen reingehen. Wenn das gewünscht ist, würde ich dann auch vorschlagen, dass wir das nach der Bürgerinformation separat im Detail beantworten. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Herr Wies fragt, ich fahre täglich von Katzwang kommend Richtung Schweinau mit dem Fahrrad ins Geschäft. Die Strecke verläuft komplett am Kanal entlang, nebst der Spaziergänge und auch unter der Feuerwachenbrücke. Kann man weiterhin während und nach dem Bau der Behelfsbrücken am Finkenbrunn vorbeifahren, um in Richtung Kanalberg zu gelangen, oder wird eine Möglichkeit gegeben sein, ohne einen größeren Umweg beziehungsweise zum Beispiel über Aibach fahren zu müssen? Herr Homaring, Sie nicken. Ja, ich bin auch Fahrradfahrer und das Projektgebiet kenne ich ganz gut und ich wohne zufällig in der Nähe von Schweinau. Also es gibt da Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit eben über den alten Ludwig-Donau-Main-Kanal. Da haben wir auch einen Radweg in unserem städtischen Radwegenetz, dort entlang zu fahren und dann in Richtung Dianaplatz zu kommen und dann an der Nopitzstraße entlang Richtung Schweinau zu fahren. Aber jetzt in unserem Projektgebiet ist tatsächlich die mögliche Umleitung, dass man eben am Betriebsweg hochfährt auf die Hafenstraße, dort Richtung Feuerwache 4 fährt, quert, fährt dann auf der Donaustraße bis zur Schleuse Nürnberg und dann können Sie wieder weiter anbinden in Richtung Schweinau zum Fernsehturm oder beim Sportplatz Post SV über die Brücke dann rüberfahren und kommen dann Richtung Schweinau. Vielen Dank. Kleine Anmerkung, uns tut's leid, wir kommen nicht an den Vorhang hin, ausgerechnet der am meisten arbeiten muss, wird auch am meisten gerüstet. Wir sind aktuell keine Fragen da, dann schaue ich ins Saal, bitte schön, ich komme zu Ihnen. Bitte schön. So wie ich das verstanden habe, ist also die Frankenschnellwegbrücke wieder genauso lang. Ist das richtig? Die neue dann? Oder gibt es eine Mittelstütze? Das wäre jetzt meine Frage. Also nicht im Wasser, sondern natürlich am Land die Mittelstütze, um sie zu teilen. Zwei Drittel vielleicht übers Wasser, ein Drittel über die Südwestankante. Herr also Homaring, die Daten, sind die bei Ihnen richtig verortet? Ja, die Brücke hat ja jetzt schon viele Zwischenstützen. Die erste Frage war, ist sie gleich lang? Sie ist etwa, ich glaube, 12 Meter länger. Von gut 300 Meter gehen wir jetzt auf 300 und müssen, ich glaube, 20 waren es. Das liegt, kann ich Ihnen gerne technisch erklären, wo das dran liegt, dass wir eben das Kanalfeld, die Stützen weiter nach außen bringen und damit muss auch das Randfeld, um ein Gegengewicht zu bilden, das weiter nach außen gerückt werden. Dadurch wird die Brücke etwas länger. Von den Pfeilern haben wir jetzt ja auch schon, ich glaube, es geht bis Achse 80, das heißt, wir haben 6 Zwischenpfeiler und 2 Widerlager. Zukünftig wird eine Pfeilerachse entfallen. Das werden Sie aber kaum merken, weil das ist nicht am Wasser, sondern eine dieser Zwischenstützen. Also zukünftig wird die Brücke eine Pfeilerachse weniger haben. Aber sie hat dann halt nicht mehr 8 Achsen, sondern 7. Ist beantwortet? Sie meinen wahrscheinlich die Hafenstraße. Die Frankenschnellwegbrücke ist heute gut 300 Meter lang und hat 6 Zwischenpfeiler. Es ist die in Richtung der Schleuse Nürnberg, gleich neben der Schleuse. Nein. Also vielleicht meinen Sie wirklich die Hafenstraße. Die Hafenstraße hat heute, also die direkt neben der Feuerwache 4. Die ist 120 Meter lang, eine Dreifeldbrücke. Das heißt, die hat 2 Zwischenpfeiler. Ja. Und die ist zukünftig eine Einfeldbrücke. Das heißt, die ist nur noch auf beiden Widerlagern aufgelegt und dazwischen gibt es keine Zwischenpfeiler. Ich
Bei mir zeigt es die Fragen jetzt noch nicht an. Ich habe aber noch eine kleine Aufforderung. Sie haben einen Bürgermeister hier. Ich komme aus München. Wir haben nie die Gelegenheit, unsere Stadtregierung redet nie mit uns Bürgern. Ich finde das großartig. Sie sollten das nutzen, auf jeden Fall. Bitte schön. Ich wohne in Mayach. Mit welchen Lärmbelästigungen haben wir zu rechnen? Ist wegen des Samstags Sonderruhe oder haben wir Tauchernacht den Baulärm? Kannst du nochmal schauen? Es ist zum einen, sind wir mit unserer Baustelle relativ eingebettet in große Gebäude. An der Hafenstraße steht nebendran die Feuerwache 4. Das heißt, der Baulärm wird stark abgeschirmt, aber den Lärm könnte ich auch gerne an Herrn Konrad übergeben. Kann er das mal beantworten? Hallo, ja, mein Name ist Jürgen Konrad, ich bin vom Ingenieurbüro Wolfgang Sorge. Wir haben für das Planfeststellungsverfahren die kompletten Lärmuntersuchungen gemacht. Und Ihre Frage jetzt zum Baulärm, ist es ganz klar, das muss man auch nicht schönreden. Bei solchen Großbaustellen wird es zu einer gewissen Zeit zu einer Lärmbelästigung kommen. Aber es gibt auf alle Fälle ein sogenanntes Baumanagement, wo man natürlich die Belastung der Anwohner möglichst gering hält. Wenn natürlich jetzt bestimmte laute Tätigkeiten da sind, wie ja, die Bohrkerne und andere Sachen, ja, dann wird es in einer gewissen Zeit natürlich jetzt nicht in der Nachtzeit sein, sondern in bestimmten Zeiten so geregelt sein, dass man die Belastung möglichst gering hält. Des Weiteren wird man natürlich überlegen, je nachdem, wie die Baustelleneinrichtungen nachher sind, ja, mit mobilen Lärmschutzwänden, das können Sie sich so vorstellen, wie, ja, wie große Luftballons, sage ich jetzt mal, ja, solche Lärmgeschichten abzuschotten. Ja, es ist ja auch bei der U-Bahn-Baustelle in Nürnberg teilweise so gemacht worden, dass man zum Beispiel das mit Containern als künstliche Lärmschutzwand eben abgeschirmt hat. Das sind alles solche Dinge, die dann im Rahmen eines Baustellenmanagements dann erforderlich werden, ja, und auch entsprechend durchgeführt werden, um die Belastungen möglichst gering zu halten. Hat das Ihre Frage erstmal soweit allgemein beantwortet, oder? Es war jetzt ein Beispiel, ja. Es gibt natürlich auch andere Konstruktionen, wie ich Ihnen gesagt habe. Es gibt mobile Lärmschutzwände, die einfach aufgeblasen werden. Ja. Die schauen dann aus wie große, ich habe es gerade gesagt, wie große Luftballons, ja, die eine Abschirmung darstellen. Das Beispiel von den Containern war jetzt bezogen auf die U-Bahn-Baustelle. Ja. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, hier Abschirmungen durchzuführen. Das richtet sich aber immer nach den einzelnen Bauphasen. Ja. Es wird ja nicht dauerhaft Baulärm vorhanden sein, weil ja die lauten Tätigkeiten immer so gesteuert werden, dass sie a. kompakt und zeitnah erfolgen, ja, um die Belastungen möglichst gering zu halten. Bitte? Ja, es gibt natürlich Zeiten, ja, wo Baulärm nur zulässig ist, ja, die Ruhezeiten, insbesondere die Ruhebedürfnisse in den Morgenstunden, in der Nachtzeitraum und in den Abendstunden, die muss natürlich eingehalten werden, ja. Es gibt auch eine Baustellenüberwachung, ja, wenn bestimmte Lärmwerte überschritten würden, würde dann natürlich dann sofort reagiert, um das entsprechend abzustellen und auf das zulässige Maß zu reduzieren. Damit kann man sagen, die Lärmschutzmaßnahmen sind angedacht, aber jetzt noch nicht konkretisiert an allen Stellen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Vorlauf. Bevor ich auf Ihre Frage hinten eingehe, haben wir hier eine Frage, die halt direkt dran ist. Meine Frage wäre, was ist für die Anwohner an der Hafenstraße an Lärmschutz gedacht? Das ist eine Frage an Herrn Konrad gleich wieder. Wahrscheinlich haben Sie die gerade eben schon beantwortet. Also ging es jetzt nur um Hafenstraße. Also in die Hafenstraße, das hatte ich jetzt gerade erläutert, wenn es um Baulärm geht. Ja. Wenn es natürlich um die allgemeine Lärmbelastung geht, ist im Rahmen von solchen Verfahren immer folgende Vorgehensweise. Man schaut sich an, wie würde es beim In dem Fall haben wir einen Prognosehorizont auf das Jahr 2030 hochgerechnet. Sprich, der Dr. Listel vom Verkehrsplaner hat geschaut, wie schaut der Verkehr im Jahr 2030 aus, wenn die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Und dann hat man natürlich geschaut, wenn jetzt die Baumaßnahmen kommen an der Hafenstraße, wie der Herr Hummering ja
mehrfach erläutert hat, mit der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Knotens, ja, weniger Stau, neue Verkehrsführung. Sie haben natürlich auch einen ganz anderen Straßenbelag, ja, der lärmmindernd ist. Alle diese Dinge sind natürlich dann in die sogenannte Planung 2030 eingeflossen und dann hat man das verglichen. Und grundsätzlich ist es einfach so, dass man in vielen Bereichen im Bereich der Hafenstraße eine Lärmminderung haben wird, aufgrund dieser ganzen Maßnahmen im Vergleich zu dem, wenn die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Und dort, wo eine Lärmerhöhung da wäre, ja, ist im Rahmen der Planfeststellung im weiteren Verfahren natürlich zu prüfen, gibt es bestimmte Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen, das heißt, gibt es Ansprüche auf Zuschüsse für Schallschutzfenster oder Ähnliches für die dort Betroffenen. Aber das ist alles im Fluss in dieser Planfeststellung und wenn diese Planfeststellung abgeschlossen ist, ja, hat der Herr Homering ja schon erläutert, dann wird man auf die einzelnen Bereiche, die vom Lärm betroffen sind und die Bürger, die dort leben, nochmal zugehen und entsprechend prüfen, mit welchen Maßnahmen kann man die Belastung reduzieren, wie kann man die Bürger am besten schützen. Vielen Dank. Haben wir die nächste Frage ganz hier hinten nochmal? Ich habe nochmal eine Frage zu dem Verkehrsfluss, wenn wir dann in der Baustelle sind, beziehungsweise Umleitungsverkehr aus dem Hafen selbst, also der Last- und Schwerlastverkehr. Ist es jetzt geplant, wenn wir jetzt an der Hafenstraße Behelfsbrücken haben, den Großteil des Last- und Schwerlastverkehrs über die Wiener Straße, Martweg, auf dem schnellsten Weg zur Autobahn zu führen? Oder gibt es da Maßnahmen geplant? Weil wenn ich jetzt schaue, es ist schon öfter mal so, insbesondere in den Morgenstunden dann, dass man jetzt schon im Stau steht von dem Kreuzungspunkt Wiener Straße-Martweg in Richtung Autobahn A73. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Behelfsbrücken an der Hafenstraße, werden die meisten Lastkraftfahrer dann wahrscheinlich sagen, okay, dann fahre ich lieber über die Wiener Straße. Herr Wunder, Sie gehen schon in Position, insofern. Bitte. Ja, ich habe ihn jetzt gerade gefragt, ob diese Behelfsbrücken schwerverkehrstauglich sind. Wahrscheinlich sind wir zu nah beieinander, ja. Ja, also diese Brücken sind schwerverkehrstauglich, insofern kann man sie befahren. Es werden nur einzelne Relationen während der Bauzeit rausgenommen aus dem Netz. Und dann gilt wieder das, was ich anfangs gesagt habe, dass sich der Verkehr irgendwo verdrücken wird und wenn irgendwo zu viel Verkehr ist, dann verdrückt er sich woanders hin. Das ist dieses Spiel, das dann stattfindet, dem wir seitens der Verkehrstechnik, ich spreche jetzt für die Ampelleute, also für die, die Lichtsignalanlagen programmieren, möglichst schnell folgen dann und versuchen, das Ganze wieder zum Laufen zu bekommen. Ja, man kann jetzt, es wäre jetzt wirklich zu weit, würde ich mich zu weit herauswagen, wenn ich jetzt Ihnen genau sagen würde, an der und der Stelle wird das und das passieren. Ja, die LKW-Fahrer, die haben ihre eigenen Gesetze und Navis und sprechen sich ab, wie die fahren. Also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Während der Bauzeit. Ja, es geht für die Bauzeit. Danach ist ja sowieso alles wieder so wie heute, zum Teil besser. Vielleicht kann ja auch Herr Dr. Listl noch mal was zum Gesamtverkehrsaufkommen im Hafengebiet sagen, wie viele Anteile über den nördlichen Hafen, Hafenstraße abgeführt werden und wie viele über den südlichen. Daraus erkennt man dann auch, wo die Hauptverbindungen sind und wie der Lkw-Verkehr dann fährt. Ja, ist zunächst mal neben den Maßnahmen, die während der Bauzeit ergriffen werden, was zum Beispiel die Anpassung von Grünzeiten an den Ampelanlagen in dem Ersatzroutennetz betrifft, gab es ja im Vorfeld der Baumaßnahme schon flankierende Infrastrukturprojekte, den Ausbau Martweg, die Ertüchtigung des Knotenpunkts Wiener Straße Martweg, die Signalisierung der Anschlussstelle Königshof, genau zu dem Zweck, dass man über diese südliche Ersatzroute Verkehr auch führen kann, wenn es zu massiven Einschränkungen während der Bauzeit, insbesondere an der Brücke Hafenstraße, kommt. Ich kann im Grunde genommen nur das wiederholen, was auch der Herr Wunder Ihnen kommuniziert hat. Durch den Wegfall von Fahrbeziehungen, durch den Wegfall von Fahrstreifen, durch die Einengung von Fahrstreifen fällt einfach Kapazität weg auf den Brücken. Und
es kommt zu Stauerscheinungen, die Verkehrsteilnehmer suchen sich andere Routen. Das, was ich so im Groben sagen kann, ist, dass wir Verlagerungseffekte maximal während der Bauzeit von bis zu plus 6.000 Fahrzeugen im werktäglichen Verkehr haben. Davon sind insbesondere die Saarbrücker Straße betroffen. Davon betroffen ist auch die Hafenstraße östlich der Anschlussstelle Aibach, die Hafenstraße westlich der Anschlussstelle Aibach und dann in der Folge die Bundesstraße 2 bis hoch dann wieder zur Südwesttangente. Also neben den verkehrstechnischen Maßnahmen, insbesondere die Ertüchtigung der Südroute Wiener Straße-Martweg, die einen wesentlichen Teil des Verkehrs, insbesondere des Hafenverkehrs, mit aufnehmen und dann auch wieder verteilen soll. Herr Dr. Listl, vielen Dank. Die nächste Frage, die kann sich in Teilen auch gleich an Sie wenden. Teilweise schon beantwortet, teilweise vielleicht noch bitte um eine kleine Konkretisierung. Hofbauer fragt, welche Fahrbeziehungen werden während der Bauzeit nicht möglich sein? Warum brauchen wir Umleitungen, zum Beispiel durch die eben hier gelegene Saarbrückener Straße? Es gibt insgesamt an der Hafenstraße 14 Bauphasen, die wir untersucht und durchgerechnet haben. Immer wieder mal fällt für einen Zeitraum, nicht für die gesamte Bauzeit, aber für einen Zeitraum eine Fahrbeziehung weg. Es betrifft also viele Fahrbeziehungen, die wegfallen. Ich müsste jetzt im Grunde genommen alle Bauphasen durchbeten, gemeinsam auch mit Dr. Bartel und müsste das im Grunde genommen im Detail erläutern. Dazu glaube ich, fehlt die Zeit. Die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, sind wie gesagt die maximalen Belastungszunahmen, die in einer dieser 14 Bauphasen letztendlich auftreten. Zusätzlich zu oder um dem entgegenzutreten, wird natürlich neben den Verkehrssteuerungsmaßnahmen an den Ampeln auch ein Umleitungskonzept entwickelt oder ist in der Bearbeitung und wird sicherlich auch fertig sein, wenn es dann soweit ist und es mit dem Bau losgeht, sodass die weggefallenen Fahrbeziehungen an den Rampen letztendlich auch aufgefangen werden und man nicht irgendwo ins Nirvana fährt. Die Hauptfahrbeziehungen über die Brücken selbstverständlich und unter der Brücke oder unter den Brücken bleiben natürlich erhalten. Herr Listl, vielen Dank. Das zeigt so eine kompetente Antwort, so eine kompetente Planung. Das ist aber komplex, einfach 14 Fälle, x Varianten. Herr Hommering, Sie haben sicherlich da noch ein gutes Resümee dazu. Genau, also uns ist ja sehr wohl bewusst, dass an der Hafenstraße, Dr. Listl hat es gerade nochmal mit den 14 Bauphasen angesprochen, dass das echt schwer ist, Ihnen das zu erklären, weil das so viele verschiedene sind. Und da war immer der Gedanke, wenn ich Ihnen jetzt 14 Pläne hier an die Wand werfe und alle einzeln mit Ihnen durchspreche, dann laufen Sie mir alle weg. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, zusammen mit dem Planer von der Hafenstraße, so wie Sie diese Visualisierung jetzt mit den Behelfsbrücken gesehen haben, wie die da so... Die Behelfsbrücken, wie die da eingeschoben werden. Genauso sind wir gerade dabei, den gesamten Bauablauf an der Hafenstraße zu simulieren. Also, dass man dann sieht, wo fahren die Autos, welche Rampe ist gesperrt, wie wird die nächste Phase gemacht, wo kommt dann eine Brücke weg, wo kommt eine Brücke hin. Da ist der Dr. Bartel mit seinem Team gerade dran, diese Simulation zu erstellen. Wenn sie fertig wäre, hätte ich sie Ihnen gerne gezeigt heute. Sie ist aber noch nicht fertig. Mir wurde es versprochen, bis, jetzt setze ich Herrn Dr. Bartel unter Druck, bis Ende August. Und dann würden wir die natürlich gerne auch online stellen, sodass Sie die dann also anschauen können und dann auch selber durch mit dem Zeitstrahl durchgehen können und sagen können, okay, jetzt kann ich hier lang fahren, jetzt kann ich da nicht lang fahren, sodass Sie also den gesamten Bauablauf der Hafenstraße selbst anschauen können und dann durch dieses Bild, wie Sie es gesehen haben, einfach
besser verständlich wird. Das haben wir beauftragt. Das kostet die Stadt Nürnberg auch ein bisschen viel Geld. Aber das ist es uns wert, damit Sie es dann auch einfach besser verstehen, weil das zu erklären, das gelingt uns in so einer Veranstaltung tatsächlich nur sehr, sehr schwer. Vielen Dank. Jetzt kommt eine Frage von der Verlag Nürnberger Presse. Stefanie Taube fragt, und das ist eine Frage, die sich, glaube ich, alle schon oft gestellt haben, nutzt man nicht so eine Großbaustelle, die so viele Sperrungen, Einschränkungen, Mühen, Kosten etc. hat, auch einmal, um andere kleine Probleme vor Ort zu beseitigen, wörtlich, ich spinne rum, Kanal, Glasfaser etc. Der Bürger ist oft an der Straße, wohnt da, ich wohne auch so, und dann wird der Kanal gemacht und wird zugemacht, dann wird wieder aufgemacht, wird wieder zugemacht. Herr Homering und wahrscheinlich auch Herr Bürgermeister, weil es ein globales Thema ist, aber ich würde bei Herrn Homering starten, bitte. Es sind ja, irgendwas muss ich hier anders machen, es sind ja vorweg schon Maßnahmen gelaufen. Sie sprechen jetzt die Kabel an oder Datentrassen. Die Energie hat schon einen Spatendücker gebaut unter der Hafenstraße oder daneben zwischen dem Parkplatz Feuerwache und dem Parkplatz der Anlegestelle. Da hat die Energie vor 2 Jahren schon eine gebohrt oder hat Start- und Zielbaugruben in gut 20 Meter Tiefe gebaut und hat unten einen Spatendücker durch vorgetrieben. Entschuldigung, dort erklären Sie uns kurz, was ein Dücker ist. Genau, also das ist bitte. So ein Mini-Tunnel. Da kann man gerade so durchlaufen und dann wird der vollgestopft mit Leitungen, also Wasserleitungen, Datenleitungen, Strom, alles, was unter dem Kanal unten durch soll, was bislang an der Brücke hängt, kommt unter den Kanal. Da hat also die Energie genau das schon gemacht und hat diese Leitungen unter den Kanal gelegt und hat da viel Aufwand betrieben, das vorweg zu machen, bevor wir die Brücken abbrechen, wo jetzt noch die Leitungen dranhängen. Also wir haben das schon größer auch angefasst. Herr Bürgermeister, haben Sie eine Anmerkung noch? Nein, ich will die Gelegenheit tatsächlich nutzen, weil die Frau Daube natürlich völlig recht hat, weil die Diskussion ja immer wieder kommt. Jetzt arbeiten Sie einen Kurzzeitraum, arbeiten Sie wieder dran. Also bei so einer Mega-Baustelle, und der Herr Homering hat es ja schon angesprochen, wir haben ja im Vorfeld schon viele, viele Maßnahmen. Ich will nur als größeres Thema den Mattweg ansprechen. Das sind ja alles vorlaufende Maßnahmen für den Hafenbrückenbau gewesen. Und so ist es auch. Einzelne Themen haben wir im Vorfeld in den letzten Monaten, in den letzten Jahren ja schon ganz intensiv genutzt. Ich will aber trotzdem nicht hundertprozentig ausschließen, dass auch noch einmal danach was kommt. Die Planung lief immer dahingehend, dass wir die Mitnahmeeffekte mitnehmen können, nämlich andere Baumaßnahmen mit umsetzen können. Das ist übrigens bei allen Baustellen unser oberstes Ziel. Es gelingt nicht immer, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass unsere Baustellenkoordination solche Themen durchaus ganz gut im Griff hat, sofern wir es wissen. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Besten Dank. Bevor ich zu Ihnen komme, kann ich noch einen kurzen Kommentar dazu geben. Aus meinen beiden Heimatstädten, ich hatte diese Frage auch mal an einen Bürgermeister gestellt und da wurde erklärt, dass genau das Problem einer analogen Verwaltung mit unterschiedlichen Hierarchien ist, dass das oft ganz andere Ämter sind, die das machen. Und wenn wir unser Land nach und nach digitalisieren, dann werden wir es schaffen. Da laufen ja auch gerade, bin da auch informiert, jetzt bei der Staatsregierung entsprechende Programme, dass genau solche Synergien in vielleicht 5 oder 10 Jahren zumindest bayernweit dann entstehen. Und ich glaube, da ist Nürnberg eh weiter vorn als zum Beispiel jetzt München. Wir reden auch jetzt schon analog miteinander in den verschiedenen Dienststellen. Was wir oft nicht wissen, das betrifft jetzt nicht die Hafenbaustelle, aber generell, ist, wenn plötzlich ein Häuslerbauer einen Anschluss nur setzt, das kriegen wir nicht mit. Wir fragen die Telekom, wir fragen die Energie, wir fragen den Sund, also alle öffentlichen Fragen wir, habt ihr hier in den nächsten Jahren Baumaßnahmen vor? Die fragen wir, die können wir auch integrieren. Aber wenn plötzlich der Herr Müller, der Herr Mayer, der Herr Huber kommt und sagt, ach, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das, dann können wir das dem auch nicht verwehren, obwohl wir uns ärgern, weil die Baustelle gerade fertig ist. Und das haben wir immer wieder. Und die meisten Baustellen, das gestatten Sie mir jetzt auch noch an so einem Beispiel wie die Hafenbrücken, das ist eine öffentliche Baustelle, aber die meisten Baustellen in Nürnberg
sind keine öffentlichen, sondern sind private Baustellen. Vielen Dank, auch eine gute Betrachtung. Jetzt war die Frage hinten. Dauert einen Moment, Verzeihung. Bitte schön. Dankeschön, guten Abend. Bei so einem Großprojekt als Laie, wie kann ich mir das vorstellen mit der Finanzplanung? Wie solide, belastbar und realistisch kann zum jetzigen Zeitpunkt von 350 Millionen, was Sie vorhin angesprochen hatten, ausgegangen werden? Befürchtet man da, also natürlich können Sie jetzt auch nicht sagen, ob man es tut, eine Kostenexplosion, dass man am Schluss auf einer Milliarde sitzen bleibt? Man sieht ja, wie die Preisexplosion teilweise hoch und runter geht oder die Dynamik bei den Baustoffen, bei allem. Genau, wie belastbar ist diese Prognose? Da kann ich vielleicht auf dem Weg nach vorn, Dankeschön, so viel sagen, dass bei solchen Projekten Kostenbeiwerte eingerechnet werden für Kostensteigerungen, die in der momentanen Situation leider durch, sagen wir mal, den Weltmarkt beeinflusst, nicht berechenbar sind. Das muss man einfach offen sagen. Aber wahrscheinlich Herr Bürgermeister, oder? Wenn es ums Geld geht, dann sind wir im Feuer. Auf hoher See und bei den Baustellen ist man frei. Also es ist tatsächlich so, wir haben keine Garantie dafür und die Befürchtungen haben wir. Das geht überhaupt nicht anders. Natürlich müssen wir auch derartiges im Hinterkopf behalten. Ich sage, mich stimmt im Moment durchaus manche Vergabe optimistisch und dann bin ich glücklich, wenn ich meine Vergaben im Moment sehe. Wir haben durchaus viele Vergaben im Moment und am nächsten Tag kriege ich so richtig eine drüber, weil die dann ganz anders ist. Also wir haben Vergaben, da sind wir heute völlig im Plan und die morgige Vergabe haut uns sofort 20-30% auf. Also es ist tatsächlich so, wir gehen fest davon aus, wir können es aber nicht garantieren, das wäre unseriös, wenn ich das jetzt machen würde, aber wir werden alles dran setzen. Das Projektteam ist da ganz intensiv dran und ich will an der Stelle ja auch sagen, dass wie wir gestattet sind mit dem Projekt, habe ich geschimpft und zwar in der Form geschimpft, dass ich gesagt habe, das muss die Stadt Nürnberg alles ganz alleine zahlen, wir haben keine Unterstützung, wir haben niemanden. Das Projektteam hat es geschafft, dass wir auch verkehrliche Verbesserungen für die Bundeswasserstraßen und dergleichen haben, dass wir zwischenzeitlich trotzdem einen ganz erheblichen Zuschussanteil haben, sodass wir, ich sage es jetzt einmal roundabout, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder kritisiert, bei der letzten Online-Veranstaltung habe ich ja roundabout gesagt, das dürfen wir nicht sagen, das Wort, ich weiß nicht warum, aber ich sage es jetzt trotzdem, sind wir für die Stadt Nürnberg im selben Kostenrahmen für die Stadt Nürnberg, also für unseren städtischen Haushalt. Die Maßnahme selber mit 350 Millionen ist deutlich höher, aber wir haben deutlich mehr Zuschüsse, die wir nicht am Anfang gesehen haben. Wie gesagt, da haben wir ziemlich geschimpft und haben uns auch geärgert, aber da hat sich einiges verbessert. Deshalb ausdrücklich auch an die Zuschussgeber an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Danke, das ist eine gute Antwort und ich habe einen Verdacht, roundabout ist halt einfach nicht fränkisch und deswegen ist das nicht hof- oder saalfähig. Jetzt bin ich wieder hinten bei Ihnen, bitte schön. Ich hätte noch mal eine Folgefrage zur Radwegverbindung. Ich meine, das Thema mit der Frankenschnellwegbrücke ist ja geklärt, dass man über die Hafenbrücke und der Feuerwache Donaustraße ausweicht. Wenn man allerdings den Europakanal entlang fährt, kommt man ja zunächst jetzt in den Baustellenbereich der Behelfsbrücken. Kann man dadurch, wenn man dann über die Hafenbrücke eben auf die andere Kanalseite muss? Ja, einfache Antwort, ja. Das ist viel zu kurz, die Antwort. Ach so, die ist zu kurz. Also da sieht man einen Unterschied vom Techniker zum Bürgermeister, der kann das ganz schnell. Dankeschön. Nein, das haben wir natürlich berücksichtigt, dass während des Baus der Behelfsbrücke die Verbindungen da sind und auch über den Parkplatz an der Anlegestelle dann gefahren werden kann. Das können wir gewährleisten. Und die Behelfsbrücke kommt ja jetzt im Herbst und nächstes Frühjahr und da wird am Frankenschnellweg noch nicht gebaut. Das heißt, dann kann man da auch weiter durchfahren. Es wird trotzdem Einzelsperrungen geben müssen, wenn wir also diese Brücke einschieben. In dem Moment darf keiner drunter sein, aber der Einschubvorgang geht maximal 24 Stunden. Dankeschön. Jetzt haben wir eine komplexe Frage, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, an wen ich sie stelle. Deswegen im Zweifel, Herr Hommering, Sie haben eh schon viele
Wie ist es mit den Einsatzfahrzeugen während der Zeit mit den Behelfsbrücken? Ziegler fragt. Genau, das war ein maßgeblicher Punkt für unsere Planung. Wir haben ja lange überlegt, ob wir ganz ohne Behelfsbrücken auskommen können. Aber das kann man nicht gewährleisten, weil ja eben die Feuerwache 4 direkt daneben sitzt. Und die müssen einfach ausrücken können in Richtung Innenstadt. Und das können sie auch über die Behelfsbrücken. Die Fahrspur ist dort 6 Meter breit zwischen diesen beiden Stahlträgern seitlich. Die Feuerwehr kann sich auch die Ampeln dort schalten. Auch im Baustellenbereich wird es gewährleistet, dass die über ihre Feudosignalisierung eben die Ampeln schalten können und dann grün haben und dann in Richtung Innenstadt ausrücken können. Das wird so gewährleistet. Ich bin ja auch Feuerwehrbürgermeister und ich hätte keiner Planung zugestimmt, die das nicht gewährleistet hätte. Hervorragend. Bevor ich zu Ihnen komme, noch eine digitale Frage, weil die ist einfach sehr wichtig für eine große Personengruppe. Wird der Schulbus in Richtung Frankenstraße pünktlich kommen oder wird es zu Verzögerungen kommen? Ich kann sagen, ich habe einen Brief bekommen, digitaler Ausdruck von meinem Sohn, dass der um 8.07 Uhr, um 8.11 Uhr, um 8.03 Uhr, also das wird heutzutage sehr sorgfältig dokumentiert, wie viel welcher Sohn oder welche Tochter zu spät kommt. Max Müller fragt, was ist mit dem Schulbus? Jetzt, danke. Die VAG ist eingebunden und die VAG arbeitet an einem Ersatznetz für diese Zeit. Der Bus ist sehr flexibel, aber hat den Nachteil, dass er im Straßenraum mitfließen muss. Das heißt, er wird natürlich auch Nachteile erfahren, aber die VAG kennt ja die Schulzeiten. Insofern wird man von der Schule aus anfangen und zurückplanen. Dann müssen die Kinder eventuell früher aufstehen, das ist zu befürchten. Ja, aber die VAG wird nach besten Kräften den Verkehr natürlich irgendwie abwickeln. Aber ich kann jetzt keine detaillierten Aussagen heute machen zum Busnetz. Ja, das wandert sozusagen mit diesen Bauzuständen. Und auch dafür ist natürlich die Behelfsbrücke wichtig, dass zumindest die Hafenstraße funktioniert, weil sonst wären die Wege halt sehr weit. Und Schulkinder stehen ja eh gern früh auf, insofern ja. Ist eigentlich das, glaube ich. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bitte schön. Danke, ich probiere es nochmal. Und zwar, warum braucht man 3 Zufahrten zum Hafen? Würden nicht 2 auch reichen? Der Hintergrund, es gibt irgendwann einen Güterfernverkehrstunnel mit einem Verlagern vom LKW auf die Güter der Bahn. Das wäre der Hintergrund. Und anschließend noch gibt es ein verbessertes Verkehrsleitsystem nach der Fertigstellung, das uns garantiert, dass die LKWs über die Autobahnen außen rumfahren zum Hafen. Ich fange mit der Frage 2 an. Also das Verkehrsleitsystem, Messestadion, Arena meinen Sie wahrscheinlich. Ja, das wird natürlich dann immer angepasst, wenn sich irgendwas ändert. Und da gibt es ja eine Schaltzentrale, die auch besetzt ist bei den Großveranstaltungen. Also das ist jetzt auch nicht so ein zentrales Thema bei der Maßnahme, außer halt während der Baustelle, da gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, da knirscht es dann halt an manchen Ecken und Enden. Das kann man nicht vermeiden bei so einer Riesenmaßnahme. Der Güterverkehrstunnel, wenn er denn jetzt endlich mal kommt, der kommt seit 20 Jahren, 25 Jahren, also seitdem ich bei der Stadt bin, gibt es das Projekt schon, immer wieder wird neu gearbeitet und neu abgestimmt. Wenn er denn kommt, entlastet er die Strecken, die für den Personenverkehr ein Problem sind und natürlich auch für den Güterverkehr. Beim Thema Güterverkehr, tut mir leid, stecke ich überhaupt nicht drin, wie die Bahn das macht, ist nicht unser Fachgebiet. Ja, Personenverkehr hat Engpässe, wenn der Deutschlandtakt irgendwann kommt und die Intercities, die ICEs im 30-Minuten-Takt fahren, dann muss der Güterverkehr irgendwo anders hin. Aber ich sehe jetzt keinen so großen Zusammenhang zum Hafen, weil dieses multimodale Zentrum am Hafen, das hat ja seine Bedeutung. Und wie die Züge dann fahren und ob durch den Tunnel oder nicht, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, hat nicht so einen Einfluss auf den Hafen und auf keinen Fall so einen großen, dass man jetzt irgendwelche Relationen rausnehmen kann in Zukunft. Also wir brauchen schon auch ein redundantes Netz, also redundant heißt, dass auch im Fall von Unfällen oder so natürlich der Verkehr anders fahren kann.
Ich weiß nicht, auf was Sie genau hinaus wollten jetzt mit den Hafenanschlüssen. Warum brauche ich 3 Zufahrten über den Frankenschnellweg, über die Hafenstraße und über die Wiener Straße? Würde denn die Verkehrszahlen nicht was anderes sagen, dass ich vielleicht nur 2 brauche? Also so eine starke Veränderung durch diesen Güterverkehrstunnel erwarten wir nicht, weil es gibt ja einen Güterverkehr, der durch Nürnberg durchgeht, durch den Rangierbahnhof durchgeht. Ja, und im Moment haben wir das Problem mit der Ringbahn, dass sich das in Fürth da alles verflechten muss. Ja, in Fürth wechseln die ICEs die Gleise, es wechseln die Regionalexpresse die Gleise und der Güterverkehr, der muss quasi den Fürther Hauptbahnhof queren, immer wieder so von Gleis zu Gleis, soweit ich mich jetzt mit Bahnbetrieb auskenne. Das ist nicht mein zentrales Thema. Ja, und dieser Punkt, wenn jetzt noch die S-Bahn kommen soll in den Nürnberger Westen und die Züge insgesamt verdichtet werden, dann muss der Güterverkehr raus. Aber das Ganze hat nach meiner Kenntnis, die ich jetzt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen großen Einfluss auf den Hafenverkehr hat, dass man da jetzt quasi über eine Beruhigung nachdenken kann. Und wir brauchen auch bei so einem großen Gebiet mehrere Zufahrten. Im Fall von Störungen oder von solchen Maßnahmen, die hoffentlich in 100 Jahren erst stattfinden. Das war jetzt gleich an den Brückenbau eine Prognose. Jetzt kommen wir zum Landschaftsteil. Herr Gorch fragt, wie viele Bäume werden gefällt? Gibt es da konkrete Zahlen? Wahrscheinlich schon. Herr Weidenhammer. Dann fragen wir Herrn Weidenhammer. Haben Sie da was präsent oder können Sie uns einen groben Überblick geben über den Baumbestand? Ganz schwierige Frage. Wir zählen tatsächlich die Bäume nicht im Zuge unserer Bilanz. Das mag Sie jetzt vielleicht verwundern, weil es eine Baumschutzverordnung der Stadt Nürnberg gibt. Jetzt sind wir aber umgekehrt hier in dieses Planfeststellungsverfahren, das wasserrechtliche Verfahren eingebunden. Und da, sage ich einmal, da regelt die Eingriffsregelung als solche auch den Umgang mit den Bäumen. Ich kann Ihnen hier und jetzt tatsächlich keine Zahlen zu den Bäumen nennen. Ich müsste es tatsächlich anhand meiner Unterlagen durchzählen. Vielleicht ist es eine Antwort, die Ihnen ein bisschen weiterhilft. Natürlich werden wir auch bei der Gestaltung des Straßenraums und der Gestaltung der Straßennebenflächen wieder dafür sorgen, dass wir Bäume nachpflanzen und ersetzen. Gehen wir mal davon aus, dass sich etwa die Beseitigung der Bäume und das Nachpflanzen etwa die Waage hält. Aber bitte nageln Sie mich nicht fest. Vielen Dank. Das ist, denke ich, auch eine Frage, die wir im Zuge der Planungen konkretisieren und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch konkreter beantworten kann. Wir wissen alle, dass große, ausgewachsene Bäume mehr Schatten spenden, mehr Feuchtigkeit puffern, mehr Kohlendioxid speichern als neue Bäume. Aber das ist eine Zukunftsmaßnahme und so muss man das auch bewerten an der Stelle, denke ich. Kleemann stellt fest, habe ich jetzt keinen Namen, Vornamen dazu. Meine Befürchtung ist, damit durch den Bau der Hafenbrücken die LKWs nicht über das Kreuz Süd reinfahren, sondern in Neuendettelsau von der A6 abfahren und dann über die B14 Steinrötenbach bzw. Schweinau und Aibach das Hafengebiet anfahren. Das ist jetzt eine Vermutung. Ich denke, großräumig Stellung nehmen, das ist gar nicht in der konkreten Verkehrsplanung wahrscheinlich betroffen, aber Herr Wunder, Sie haben das Mikro so gut in der Hand. Glücklich, ja, danke. Ich habe es gerade überlegen müssen, die Strecke, die dann fahren müssen und durch Aibach durch, also das würde ein LKW-Fahrer nur dann machen, wenn das ganz, ganz, ganz viel schneller und bequemer ginge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist eine Riesenroute über, ja, wie gesagt, ich muss jetzt wirklich nachdenken, wie das geht. Ja, und die haben ein Navi, wie gesagt, die tieferen Gesetze der LKW-Fahrer kenne ich auch nicht. Aber allein die Durchfahrt durch Aibach mutet sich eigentlich keiner zu, der es nicht unbedingt muss. Das ist keine schöne Strecke, selbst wenn es auf der Autobahn mit Tempo 40 vorangeht, weil dichter Verkehr ist, bleibt der LKW auf der Autobahn und fährt die Route, die bequem ist für ihn und hält nicht an jeder Lichtsignalanlage an. Das sind ja wirklich die großen Fahrzeuge. Verzeihung, ich habe Sie unterbrochen. Kann man sowas lenken und dirigieren auch? Oder
durch Beschilderungen eindämmen? Das ist schwierig. Also wir haben beim Verkehrsleitsystem Messestadion Arena keine Befolgungsquote von 100%, weil es gibt immer Autofahrer, die gescheiter sind. Das liegt in der Natur der Sache. Die sagen sie in einem Moment, aber gestern bin ich doch da und da gefahren. Was soll denn der Mist? Ja, das zeigt jetzt nach rechts, ich fahre trotzdem nach links. Also diese Lenkungsmöglichkeiten sind begrenzt. Und das gilt auch für eine Wegweisung. Ja, wir werden natürlich ein Wegweisungskonzept haben für die Umleitungen, ganz klar. Sind wir auch mit der Straßenverkehrsbehörde beteiligt und läuft die Abstimmung. Aber auch da wird es Kraftfahrer geben, die anders fahren. Aber wie gesagt, zu der Frage zurück, also ich erwarte keinen großen Weg auf dieser Strecke, die Sie jetzt gerade genannt haben. Herr Wunder, vielen Dank. Sie sehen vorher in der Kameraeinstellung, die Kamera geht genau hinter Ihnen vorbei. Man meint, Sie sitzen in der Gartenlaube als Einziger. Da ist ein kleiner Baum. Das ist sehr idealisiert. Herr Homering, bitte. Genau, ich habe nochmal, glaube ich, das etwas anders verstanden, die Frage, dass eben die Lkw in Neuendettels auf und der A6 abfahren und dann über die B14 Oberasbach, bin ich jetzt richtig? Nee, Stein reinfahren. Und dann die in Röthenbach auf die B2 und dann die Hafenstraße. So habe ich die Frage verstanden. Genau. Und da ist ja trotzdem, wir wollen ja bei uns im Projektbereich die Leistungsfähigkeit hochhalten. Deswegen haben wir ja diese Behelfsbrücken. Deswegen haben wir die Fahrspuren mit vier Fahrspuren über den Main-Donau-Kanal. Das ist ja ein Riesenaufwand, den wir da betreiben, um den Verkehr dort zu belassen. Und nicht woanders hin zu verdrängen. Deswegen bauen wir diese Behelfsbrücken, deswegen wollen wir eine leistungsfähige Anbindung, auch bauzeitlich, von der A73 zum Hafen. Dass eben genau das möglichst nicht passiert. Und deswegen haben wir auch den Wiener Straße-Martwig, die Kreuzungen umgebaut und die Anschlussstelle, jetzt heißt sie Hafen Süd, früher Königshof, entsprechend ausgebaut, damit dieser Fall nicht passiert. Vielen Dank. Themenwechsel fast, was passiert mit den vorhandenen Amphibienmeilern? Bernd Brehm fragt. Herr Weidenhammer, ich denke, das ist für Sie. Da muss ich zurückfragen, was ist gemeint, Amphibienmeiler? Das dürfen Sie mich jetzt nicht fragen. Ich dachte, ich habe das so elegant weitergeleitet, dass Sie es vielleicht wüssten. Amphibienmeiler, wahrscheinlich irgendeine Art von Quartier, künstlichen Quartier für... Ach. Ich glaube, möglicherweise sind Reptilienmeiler gemeint. Das ist denkbar. Amphibien haben wir eigentlich kaum überhaupt bei unseren Bestandsaufnahmen gefunden. Also da sind die Bestände schwach, sehr vereinzelt, da ist kaum was da. Bei den Reptilien ist es so, dass wir im Bereich der Brücke Frankenschnellweg auf der Ostseite, also etwa da, wo diese Lagerfläche der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ist, zwischen dieser Lagerfläche und den Rampen, die dann auf die Südwesttangente A73 gehen, dass wir hier ein kleines Zauneidechsenvorkommen haben. Und dieses Zauneidechsenvorkommen, dieser Lebensraum, der wird tatsächlich in der Bauzeit bedingt durch die Montagefläche, die da entwickelt werden muss, beseitigt. Und diese Zauneidechsen werden nach einem bestimmten System, ich sage jetzt mal gemanagt, abgesammelt und auf Ersatzflächen an der Wiener Straße umgesiedelt, die hierfür auch bereits hergestellt sind. Es gibt dann noch Reptilienmeiler, die im Zusammenhang mit dem Hafenanleger mal angelegt wurden. Da sind wir im Moment noch dabei. Wir schließen jetzt gerade die letzten Untersuchungen ab, um nochmal zu aktualisieren, ob hier überhaupt noch Zahnadechsen vorkommen. Je nachdem werden wir dann auch entsprechend darauf im Umgang damit reagieren. Vielen Dank. Herr Weidenhammer, jetzt wieder eine Frage aus dem Saal. Den Weg kenne ich jetzt schon. Bitte schön. Ja, ich muss nochmal auf das Thema B14 zurückkommen. Es ist ja geplant, dort ein intermodales Machbarkeitsstudie oder irgend sowas zu machen. Die läuft angeblich schon 2 Jahre, um die Verkehre dort zu klären und ja,
inwieweit gibt es da Ergebnisse und fließen die dann in das Planfeststellungsverfahren mit ein? Nein. Jetzt mache ich es auch kurz als Ingenieur. Nein. Weder Ergebnisse? Also weder Ergebnis noch fließt sie ein. Das war jetzt unser kürzester Dialog heute Abend. Ja, kann ich auch nicht mehr dazu sagen, das ist ein anderes Thema. Aber die Ortsdurchfahrt Stein ist auch für einen Lkw-Fahrer kein Vergnügen. Und die B14 Richtung Rödenbach mit den Radfahrstreifen auch nicht und die Ortsdurchfahrt Aibach auch nicht. Und zu dem Thema Lkw-Verkehr, also wenn man vom Hafen weiter wegkommt in der Stadt, wir haben teilweise Lkw-Anteile von 3, 4, 5%. Wenn das dann 7 werden, dann merken das die Menschen. Und wenn darüber diskutiert wird, merken sie es auch und sagen dann, jetzt fahren plötzlich mehr LKWs durch und haben wir trotzdem bloß ein paar Prozent mehr. Ja, also das ist, ich rede jetzt von Ortsteilen, die eher weiter nördlich liegen. Ja, und im Süden zum Hafen hin konzentriert sich das Ganze, da merkt man dann die Änderungen nicht mehr so stark. Ja, und die B14 ist natürlich eine Bundesstraße und die B2 auch, insofern ist sie sicher im Gedächtnis der Kraftfahrer vorhanden. Aber keiner wird es freiwillig machen, wenn es nicht irgendwelche irrsinnigen Vorteile geben würde. Und das hat der Homering ja gerade erklärt. Deswegen gibt es ja diese Baumaßnahmen, die vorab durchgeführt worden sind und die Behelfsbrücken, damit eben solche noch größeren Verlagerungen dann nicht stattfinden. Vielen Dank. Jetzt schaue ich hier in die Runde und zum einen sind wir ungefähr im Zeitplan. Ich habe noch eine Frage, die ist auch ein bisschen anspruchsvoll vielleicht zu beantworten, weil sie Folgethemen hat. Aber in der Zeit können diejenigen, die den Bürgermeister oder das geballte Kompetenzteam hier noch ein wenig strapazieren möchten, um Informationen zu bekommen, einfach nochmal die quasi letzte Runde Ankündigung. Und die schwierige Frage ist, wie ist am Ende der Versiegelungsgrad? Wird mehr versiegelt? Wir haben ja gehört im Vortrag, dass wir das Fred-Werner-Wunder im Vortrag gehört, sie nehmen Fahrspuren raus. Finde ich erstmal bemerkenswert. Das ist eine Entsiegelungsandeutung. Gleichzeitig haben wir ja mehr Einfädelungsbereiche, haben Sie erklärt, bei der Entflechtung der Kreuzung. Wurde das schon bilanziert? Musste das für die Planfeststellung flächenmäßig schon durchgerechnet werden? Oder ist das eine Frage, die wir quasi oder die Sir im Laufe der Zeit erst beantworten kann, weil man das einfach rechnen muss? Also ich würde kurz anfangen und dann an den Herrn Weidenhammer weitergeben. Mhm. Genau, also an der Brücke Frankenschnellweg ist es ja offensichtlich, wenn wir die Brücke schmaler machen, auch in den Anschlussbereichen, dann werden wir zukünftig weniger versiegelte Fläche haben. Auch die Rampen machen wir kürzer und ziehen sie mit dem gleichmäßigen Radius durch, sodass wir zukünftig weniger versiegelte Fläche in den Rampenbereichen am Frankenschnellweg haben werden. An der Achse Hafenstraße, also Brücke Hafenstraße über Main-Donau-Kanal und Südwesttangente, haben wir auch die Brücke Hafenstraße schmaler gemacht als die bisherige. Sie ist kürzer und schmaler. Das heißt, es wird dort auch weniger Wasser auf die Brücke regnen, die dann abgeführt wird, das Wasser. Und in den Randbereichen wird sich es aber Richtung Kreuzung Rotterdamer Straße, Hafenstraße und Donaustraße wieder sofort aufweiten. Da wird also nichts weniger. Und in Richtung Finkenbrunn, da haben wir zusätzlichen Fuß- und Radweg. Also wir verbreitern den Fuß- und Radweg. Der ist momentan viel zu schmal. Der wird so ausgeführt, dass man da auch besser Fahrrad fahren kann und sich nicht in die Quere kommt. Und entsprechend wird dadurch durch den Geh- und Radweg natürlich mehr Fläche versiegelt, weil wir dann da auch mehr Platz haben für Fahrradfahrer. Da kann aber, denke ich, jetzt zur Gesamtbilanzierung der Herr Weidenhammer was sagen, weil genau das hat er ja auch gemacht für den Frankenschnellweg. Und bei der Hafenstraße sind wir gerade dran. Herr Weidenhammer, bitte. Ja, gerne. Ich habe jetzt den Textauszug aus dem UVP-Bericht für den Ersatzneubau der Brücke Hafenstraße. Und wir haben hier eine Versiegelung im Umfang von 2450 Quadratmetern. Die Entsiegelung haben wir tatsächlich in dem Gesamtzusammenhang vernachlässigt. Aber 2450 Quadratmeter Zunahme an Versiegelung, wenn man dann weiß, da wird auch noch
etwas abgezogen ist nicht viel, zumindest für die Brücke Hafenstraße. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Verschmälerung der Brücke über den Main-Donau-Kanal wird auch nicht als Entsiegelung gerechnet, weil sie keine Versiegelung darstellt, weil sie einfach mit dem Boden nichts zu tun hat. Aber haben wir hier einen sehr geringen Wert. Für den Bereich Brücke-Hafenstraße kann ich das Ihnen nicht so detailliert sagen. Ich kann nur Herrn Hommering zustimmen. Wir haben hier einfach zwei Effekte, die eine Rolle spielen. Das eine ist einfach die, indem wir hier zusätzliche Rampen haben an diesen Verkehrsknoten, die schlagen zu Buche und tatsächlich die Radwege. Und beziffern kann ich es Ihnen allerdings leider nicht, nachdem wir auch, wir sind da im Moment dabei, das Ganze durchzurechnen, aber ein Ergebnis konkret für die Versiegelung, gegengerechnet mit Entsiegelung, liegt uns noch nicht vor. Herr Weidenhammer, vielen Dank. Das ist eine, glaube ich, ausführliche Antwort. Gibt es noch eine Frage im Saal? Sonst komme ich auf die letzte digitale Frage. Die würde ich gern zum Schluss haben. Dann werden wir digital, weil es vielleicht eine schöne Überleitung darstellt. Herr Pölzl fragt, kommt die geplante Gaststätte des Personenschifffahrtshafens im Zuge des Hafenbrückenbaus? Also das Thema Wirtschaft deutet sich schon an diesem warmen Abend ein bisschen an. Weiß das hier, wer das? Also ich darf ja hier jetzt nicht Werbung machen für Uschis Treff, aber nein. Haben Sie ja auch nicht. Habe ich auch nicht. Aber nein. Da gibt es einen Imbiss, ich habe da auch keine Aktien, aber den gibt es. Aber am Hafenanleger selber haben wir nicht vor, eine Gastronomie einzurichten. Es war im Zuge der Hafenanlegestelle vor vielen Jahren einmal eine Diskussion, aber das wurde vor vielen Jahren schon ad acta gelegt und jetzt im Zuge der Neubau der Brücken wird man das nicht neu aufrollen. Also tatsächlich, ich habe auch keine Aktien im Kiosk, aber ich glaube, die decken das ganz gut ab. Das ist gut, war wieder keine Werbung. Wie war der Name nochmal von der Lokalität? zusammenfassend, wenn jetzt keine Fragen mehr bei Ihnen sind, ich persönlich, ich mich für das Projekt interessiere, habe auch das Gefühl gehabt, ich war schon öfter bei solchen ähnlichen Veranstaltungen, dass sehr interessiert und detailliert und gut vorbereitet gefragt wurde und mindestens genauso vorbereitet auch geantwortet wurde, was mich sehr beeindruckt hat. Da möchte ich einfach in meinem Namen jetzt schon mal allen ganz herzlichen Dank aussprechen, auch dass Sie trotz dieses Wetters gekommen sind. Wir haben befürchtet, dass wir eine rein digitale Veranstaltung mit vielen leeren Stühlen haben. Es wäre noch Platz gewesen, wenn nur wer hätte kommen wollen, sagt man jetzt bei uns im Süden. Aber vielen Dank an Sie, auch die Geduld. Das ist eine trockene Geschichte gewesen, jetzt nicht fachlich, aber einfach was die Getränke angeht. Ich würde als Nürnberger Bürger, der ich nicht sein darf, ich bin sehr gern hier, mich sehr auf das Projekt freuen, weil ich auch die Ästhetik dieser Brücken sehr, sehr beeindruckend finde. Ich glaube, dass neue Verkehrsräume entstehen Richtung Zukunft, die auch den Aufenthalt am Fluss zusätzlich noch an Aufenthaltsflächen tatsächlich Qualitäten entstehen lassen, die Verbindungsachsen, Mobilität, Fahrradwege, diese Dinge, da sind sie einen ganzen Schritt weiter wie wir im Süden, das kann man einfach vergleichen zu sagen. Und neben dem tolle technische Bauwerke, sie haben immer auch eine Faszination, auch weil sich vieles ein bisschen weiterentwickelt hat. Wir haben die Ausgangsfrage gehabt, warum muss man die überhaupt ersetzen, die Brücken? Die das damals gerechnet und gebaut haben, haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und wenn man jetzt auch wieder nach bestem Wissen und Gewissen agiert, was ja glaubhaft dargestellt ist, und man viel mehr über Schwingungsverhalten, Materialforschung, über alle diese Dinge, die uns jetzt Angst haben lassen, dass die Brücken irgendwann zusammenfallen. Deswegen, glaube ich, kann man auch optimistisch sein, aber den besten Optimismus, Herr Bürgermeister, Sie haben das Schlusswort und ich wünsche allen von meiner Seite einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Herr Hugger. Eigentlich könnte ich jetzt sagen, genau so ist es, vor allen Dingen der Hinweis, wir sind weiter wie die im Süden, da freue ich mich immer ganz besonders. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich will mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen hier im Saal, trotz der Wärme, trotz des Trockenen bedanken, aber vor allen Dingen auch bei den Damen und Herren an den Bildschirmen, dass Sie das Interesse gezeigt haben für diese so wichtige
Information, wie ich meine. Es ist die größte Infrastrukturmaßnahme in dieser Art für Nürnberg. Also noch größer wäre nur der Frankenschnellweg, wenn er denn irgendwann kommt. Das ist tatsächlich noch eine größere Infrastrukturmaßnahme. Das ist aktuell jetzt die größte, die wir haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sie mitnehmen konnten und ich glaube, es ist uns auch gelungen. Ich will deshalb an der Stelle ausdrücklich und sehr herzlich dem Projektteam und allen Planungsingenieuren, allen, die beteiligt waren, ob es Verkehrsplanungsamt, Umweltamt, es sind ja relativ viele seit ganz langer Zeit auch dran beteiligt und dem Projektleiter Herrn Hommering, und ich glaube, er hat sehr eindrucksvoll bewiesen, wie er im Thema drin ist, und da bin ich wirklich sehr dankbar. Ich sage das nicht einfach so, sondern ich sage aus Überzeugung, jede Information, die ich als Nicht-Ingenieur am Schreibtisch bekomme zu den Hafenbrücken, kriege ich so, dass ich sie auch als Nicht-Ingenieur letztendlich verstehe, und da bin ich dankbar drüber. Wir werden noch einige Themen mitnehmen, ganz am Anfang die Diskussion, man sieht ja eigentlich nichts, das wird unsere größte Herausforderung sein, das ist das größte Problem. Wir werden mitnehmen, dass sie nochmal nacharbeiten, die Information bezüglich der Auffahrten der Behelfsbrücken. Ich will Sie animieren, einladen, tatsächlich uns auch zukünftig zu folgen. Wir werden auf unseren Medien, auf unseren sozialen Kanälen, auf unserer Homepage von SÖR über das Projekt regelmäßig berichten. Scheuen Sie sich nicht, auch uns zu kontaktieren, wenn Ihnen was auffällt. Wir glauben, dass wir gut sind, wir glauben aber auch, dass wir nicht allwissend sind. Deshalb ist es wichtig, wenn wir Informationen kriegen, wo man vielleicht doch noch einmal nachdenken muss. Also deshalb ausdrücklich der Hinweis, ausdrücklich die Bitte, informieren Sie sich und teilen Sie uns auch Ihre Bedenken, gegebenenfalls auch mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir schließen, die meisten von Ihnen haben es ja, alle haben es gesehen, aber die meisten haben es wahrscheinlich auch schon gewusst, wir werden ja ein Brückenbauwerk jetzt bekommen. Jetzt ist es eine Brücke. Zukünftig werden wir in der Hafenstraße ein Brückenbauwerk haben, das also tatsächlich sicherlich auch Eindruck machen wird. Da freue ich mich drüber. Das war auch die eine oder andere Diskussion. Aber es wird ein besonderes Brückenbauwerk. Und die Brücke wird, ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben, deshalb lassen Sie es am Schluss nochmal sagen, wird auch einen Namen haben. Die Brücke wird ja zukünftig beide Brückenteile, ich habe ja vorhin gesagt, es sind eigentlich zwei Brücken, wird Dr. Andreas Urschlechter Brücke heißen. Also die Brücke ist bereits durch den Rat der Stadt Nürnberg benannt. Wir haben aber die alte Brücke nicht mehr so benannt, weil wir gesagt haben, das ist ja komisch, wenn wir Brücke abreißen, dann heißt ja der Alt-OB, jetzt reißen sie ab. Nein, die wird erst den Namen bekommen, wenn die neue Brücke steht. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, allen, die im Hintergrund gearbeitet haben, allen, die im Vordergrund gearbeitet haben, auch an den Bildschirmen, den Fachgutachtern, sage ich ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Hugger, für die Moderation in altbewährter Weise, der Frau Lehnre für die Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und Ihnen nochmal vielen Dank für Ihr Dasein. Schönen Abend, jetzt vielleicht bei nicht ganz so trockenen Möglichkeiten. Alles Gute für die Zukunft und bleiben Sie uns gewogen. Und das ist wirklich mein letzter Satz. Es wird nicht geräuschlos gehen, aber wir müssen es trotzdem gemeinsam schaffen. Und ich glaube, wir schaffen das gemeinsam. Alles Gute und herzlichen Dank.